Das sieht gut aus hier mit dem Ring und so weiter. Das passt alles. Ja, und auch das bei mir alles gut aussieht. Na. Ja, ich muss nur noch mal. Ich muss nur mal aufräumen. Gut, also von mir aus können wir reingehen. Ja, drei, zwei, Erstmal. eins. Ja, hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir sind heute wieder zu zweit für euch vorhanden, sag ich mal. Und die Zuschauer sehen es schon. Heute gehen wir ins Rad. Das Rad ist ein, ja, einfach nur so ein Themenrad, wo wir 50 verschiedene Themen reingeschrieben haben, wo man kurz drüber sprechen kann. Und aber gehen wir doch mal rein. Erstmal wegen letzter Woche. Ja, es ist ja heute eine Woche verspätet. Einfach weil ich letzte Woche nicht konnte. Aus privaten Gründen. Das ja, ist etwas doof gelaufen. Da mit, ja, ging halt um Familie und so. Und ja, ich will da jetzt auch nicht ins Detail gehen. War aber schon ein triftiger Grund. Naja. Ja. Genau, ja, keine kennt das ja. Ich hab's ihm nicht Ja. übel genommen, ne? Also von daher. Ja, aber dann haben wir jetzt sogar 3 Wochen, wo wir reden können. Stimmt. Machst du denn da? Musst du kurz noch was ändern? Ich bin nämlich Ach so. verrutscht. Du bist verrutscht. Oh. Ich bin verrutscht. Ich habe anstatt das Thema die Überschrift genommen. Oh. Jetzt, wo du das sagst. Ich hätte vielleicht auch mal die. Ich hätte Jetzt das Thema sieht auch es mal wieder gut anpassen können, aus. ne? Ah, jetzt bin ich zufrieden. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen. Ja. Ich hab's gefunden. Du hast vergessen, das Thema einzutragen. Ja, genau. Das ist alles, naja. Ist auch egal. Bei mir ist sowieso gerade alles ein bisschen sehr stressig. Wir hatten noch Hochzeit, ja, dann dieses Familiending, also das andere Familiending, was letzte Woche war. Sowieso ganz, ganz viele Termine irgendwie. Geburtstag war auch noch und dann auch mit meiner diesen Maßnahme, die ich aktuell mache, die irgendwie kriege ich das nur mehr schlecht als recht hin, morgens vernünftig aufzustehen und hinzugehen und so weiter. Also alles Ist auch eine komplettes Chaos Umstellung gerade für bei mir. dich. Dann die Vorbereitung für die Gamescom, die jetzt diese Woche ist. Das muss ja auch eine Riesenumstellung für dich sein, von, ich sage jetzt Ja, mal, ist es. nachmittags um 4, morgens um 7 aufstehen oder um 6. Ich weiß ja nicht, wann deine Maßnahme beginnt, aber so. Ja, Boah. ich muss so gegen 6 hoch, ich muss vorher etwas frühstücken, duschen und dann muss ich halt zum Bus. Wenn man jahrelang, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, ne, wenn man jahrelang abends aufsteht oder späten Nachmittag und von heute auf morgen frühs aufstehen muss, dann ist das doch sehr eine sehr starke Umstellung. Und auch jeder Schulgänger weiß, wie das ist. 6 Wochen lang am Stück gefühlt, auspennen und erst mittags, nachmittags aufstehen und von heute auf morgen müssen sie dann wieder gefühlt früh aufstehen. Weil welcher Jugendliche macht das und sagt, ja, ich gehe jetzt mal eine Woche früher früh ins Bett, damit ich wieder eingepegelt bin? Ja, vor Nein. allem, es klappt ja auch nicht immer so, weil ich will ja will trotzdem was ich ja weniger an Streaming-Zeit unter der Woche habe, will ich ja trotzdem am Wochenende, beziehungsweise Donnerstag bis Samstags dann halt trotzdem normal streamen. Und
irgendwie haut das alles gerade nicht so richtig hin. Also das Stream schon, aber dann halt wieder den Rhythmus umstellen und so weiter. Ja. Es ist, ja, es ist schwierig. Ich muss mir da noch was überlegen, aber das ist halt mein Bier, ne? Aber das schaffst du. Ja, Mrs. Stream halt einfach zu wichtig, um das halt irgendwie unter der Woche komplett aufzuhören oder so. Das, ich weiß, was du meinst. Bei mir gibt es logischerweise klar auch Tage, wo ich einfach sage, nee, kein Bock. Ich habe jetzt, glaube ich, 5 Tage nicht gestreamt, weil ich einfach keinen Bock hatte, weil ich nebenbei Animes geguckt habe und andere Streams. Das hatte ich gar keine Lust, selber zu streamen. Nebenbei noch Dungeonborn 2-3 Runden immer gespielt. Da hast du gar keine Zeit für, dann selber zu streamen. Vor allem, wenn dich dieser Anime dann packt und du denkst, okay, ich will den jetzt durchsuchten, es sind nur 12 Folgen. Da ist schon mal so ein ganzer Tag auch weg. Ganzer Nachmittag. Ja, kenne ich. Ich habe die Tage die letzte Staffel Demon Slayer komplett durchgeguckt. Bin ich hinterher. Das hat auch das hat etwas mehr als einen Tag gedauert, aber ja. Ging recht schnell durch. Das ist auch wieder so spannend. Also es ist wirklich, es packt einfach wieder. Da muss ich auch wieder rein. Jetzt warte ich gerade auf die Filme, die dann kommen, um die ganze Sache abzuschließen. Ja, Fairy Tail hat ja jetzt eine neue Staffel, 100 Jahr-Quest irgendwie, ne? Die ist auch auf Deutsch oder zumindest deutscher Untertitel, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Da dachte ich mir, geil, vielleicht ist ja die dritte Season, also die Final Season, endlich mal auf Deutsch verfügbar. Nein. Ja, nee. Nee, ja, die neue Synchron. Wieso? Das fand ich auch ganz interessant, wenn man so durch Social Media geht. Plötzlich hat Fairy Tail so ein Revival. Ich denke so, Bro, das ist 10 Jahre alt. Wo kommt denn das jetzt her? Fairy Tail ist ein geiler Anime. Ja, ich liebe Fairy Tail. Ich mag dieses Opening. Das ist geil. Fairy Tail ist echt ein geiler Anime, muss ich sagen. Kann ich jedem wirklich ans Herz legen, der so das Fantasy-Genre mag, ne? Du guckst die ersten 2 Staffeln, freust dich auf die dritte. Untertitel Englisch, Untertitel Englisch, Untertitel Englisch. Danke für nichts. Und jetzt, lese ich vor 2-3 Wochen Fairy Tail 100 Jahre Quest. Cool. Gucke. Es ist auf Deutsch verfügbar. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es Dub ist oder, ne? Auf jeden Fall gucke ich dann, ja, ist mit auf Deutsch. Gucke dann bei Season 3 immer noch alles auf Englisch. Wieso kriegen die es nicht gebacken, erstmal die dritte Season auf Englisch, auf Deutsch zu machen, bevor sie die andere raushauen, die neueste? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein rechte Ding und so weiter. Und du musst halt dann quasi Ressourcen in ein altes Produkt stecken. Weil es muss ja, die Synchronisation ist ja nicht einfach so mal eben gemacht. Untertitel reicht ja, da habe ich ja nichts gegen. Ich gucke so viele japanische Animes mit deutschen Untertiteln. Also das kann man doch bestimmt irgendwo finden. Ich hab's noch nicht gefunden, jedenfalls nicht auf legalem Wege. Und ich sehe es nicht ein, für Amazon, Netflix und sonst was nochmal Geld rauszuhauen, damit ich es mir da angucken könnte, rein theoretisch. Falls es es da gibt. Mir reicht ein Anbieter, Netflix, Amazon und was weiß ich, wie sie heißen, sind ja keine offiziellen, nur Anime, Streaming-Plattform. Da hast du auch alles andere. Schön und gut, aber ich gucke ja dann nur Fairy Tail. Und für nur Fairy Tail 5 Euro zu bezahlen oder 6 Euro sehe ich nicht ein. Ja, es sind mehr.
sind mittlerweile von 5 Euro pro Monat sind wir schon lange weg. Ich glaube, bei 8 sind wir mittlerweile. Kann das sein? Ich glaube, Amazon ist mittlerweile bei 8. Netflix weiß ich gerade gar nicht. Sind auch irgendwo 8, 9. Netflix werde ich mir tatsächlich nur holen. Das ist ja nur für Standard. Wenn One Piece rauskommt, die zweite Staffel. Oh, deine Kamera war gerade im OBS kurz weg. Interessant. Okay. Ja, ich nur weiß dann. Nicht. Oh. Ja, jetzt hat sich das umgestellt. Das ist auch gut. Bei mir, die Wochen lassen sich eigentlich relativ fix zusammenfassen. 10-jähriges, die 10-jährigen Hochzeitstag mit meiner Frau gehabt. Schwiegereltern. Okay, und da warst du gerade im Ninja kurz weg. Was zur Hölle ist? Ja, du warst auch gerade weg, deswegen. Schwiegereltern haben sich natürlich eingeladen, da gab es schön Braten, war lecker. Mir hat Spaß gemacht, 10 Jahre schon. Also 17 Jahre insgesamt mit meiner Frau zusammen. Hätte ich auch am Anfang nicht gedacht. Hätte mir das vor 20 Jahren einer gesagt, dem hätte ich den Vogel gezeigt. Ja gut, da kanntest du sie ja noch nicht. Ja. Oder doch. Nee, da kannte ich sie noch nicht. Hätte mir vor 20 Jahren jemand gesagt, wir sind 3 Jahren eine Frau finden, die du heiratest und 17 Jahre mit der zusammen bist. Ja, ich hätte dem Vogel gezeigt. Ja, Bruder, nimm du mal weiter deine Drogen, ne? Ja. Aber lass mich in Ruhe. Was hatte ich denn für Erfahrungen? Ja, ich weiß nie, wie das dem spielt. Also, was das betrifft, ne, Liebesleben und sowas, war ich eher der introvertierte Mensch. Ich glaube, es heißt introvertiert, in sich zurückgezogen, ne? Mhm. Ja. Und hatte kaum eine Freundin oder sexuelle Erfahrung und sowas. Aber wenn hätte mir das damals wirklich jemand gesagt, ich hätte gesagt, ja, nee, ist klar. Ich, kleiner Hämpfling, ne? Du hättest mir Alpha sein müssen. Ich war da definitiv kein Alpha. Ich war noch nicht mal ein Beta, ich war so ein typisches Mobbing-Opfer. Ja, genau. Ich sag mal immer so, wenn, also, mein Onkel hat ja auch erst spät seine jetzige Frau gefunden. Also, ich sag mal, es gibt immer diesen blöden Spruch, es gibt für jeden Topf einen Deckel und bla. Ja, ja. Es ist sehr, sehr klischeehaft, aber irgendwo stimmt es auch. Irgendwo da draußen. Oh, du musst nur finden. Es kann immer was passieren, also ja. Man weiß nie. Ja, vielleicht ist Xavron ab morgen nicht mehr allein. Weil er auf der Gamescom jemanden findet. Ja, morgen geht's ja noch nicht zur Gamescom. Ich gehe jetzt Donnerstag hin. Ach, Donnerstag. Dann ab Donnerstag. Ich hatte irgendwie im Kopf, morgen. Ah, nee, morgen hast du ja kein Dings gekriegt, ne? Wärst gerne ja, gegangen, genau. Aber und für einen halben Tag ist scheiße. Ja. Fährst du dann Donnerstag früh los? Ja. Am Donnerstag um. Lass mich lügen. 5, glaube ich, vom Bahnhof los und dann bin ich 8:30 in Köln, dann muss ich noch kurz einkaufen. Ja. Und dann geht's ab zur Gamescom. Ich muss was trinken und was zu snacken besorgen und so weiter. Ich weiß, da ist um die Ecke ist noch ein Laden, da kann ich hier einfach hingehen. Definitiv, und Leute, viel trinken mitnehmen. Ich guck gerade mal. Ja, es wird relativ warm. Vor allem der Samstag. Also nimm dir Samstag viel zu trinken mit. Der Samstag ist ja da machen wir das ja nochmal anders. Ich bin ja dann donnerstags abends treffe ich mich dann mit Palk und Kiwi und wir fahren nach Palk rüber, da pennen wir. Und da vor Ort können wir halt auch noch einkaufen. Ja. Deswegen, das geht schon.
Ja, nee, das waren so meine Treiber und das ist so das Interessanteste, was passiert ist. Würde ich jetzt spontan behaupten. Ja. Ich hatte dann ja auch letzte Woche Urlaub von meiner Arbeit, war auch schön. War einfach nicht Gedanken machen, oh, du musst jetzt ins Bett. Ja. Außer Samstag. Ja. Da haben sie mich gebraucht, haben gesagt, bis Freitag können wir, aber Samstag brauchen wir dich. Es sind 5 Leute im Urlaub. Ja, gut. Ja. Hat man auch mal, ne? Ja, und sie wissen ja, dass sie sich auf mich verlassen können. Ich bin auch mittlerweile, glaube ich, einer der wenigen, der so weit ist, der einen neuen richtig einarbeiten kann. Wo sie sagen, hier, wir überlassen dir das, wir machen unten. Im Büro Das ist Sachen. auch gut. Gut. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir langsam rein ins Rad, ne? Ja, bin mal gespannt, was für Themen kommen. Da bin ich aber mal todesneugierig. Ja, dann gucken wir mal. Schulstress. Hat man nicht davon erst von wegen Ferien geredet? Schulstress, also das ist ja auch ein Ding. Ich weiß Wir gar können, ich nicht, glaube, wir sind uns Schulstress. alle einig, dass in der Grundschule kein Schulstress besteht. Jedenfalls nicht wirklich. Das stimmt nicht. Also ja, du hast es ein bisschen einfacher, ein bisschen lockerer, aber so Hausaufgaben und so weiter gibt es ja trotzdem. Ja. Aber also klar, so in der ersten Klasse ist es alle noch nicht so wild, na, dann ist das so ein bisschen, oder du wirst halt rangeführt und du hast zu Hause vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde zu tun bei Hausaufgaben. Wenn man sie denn macht. Ja, muss man ja dazu erwähnen, aber was ich auch zu Schulstress zähle, sind natürlich die ganzen sozialen Interaktionen auf dem Oh ja, Pausenhof, innerhalb der das kann Klasse. wirklich Stress werden. Die, wenn du zum Beispiel neu an die Schule kommst und im Kindergarten, keine Ahnung, was, wenn du Glück hast, warst du vorher im Kindergarten und du bist mit den gleichen Leuten halt auch wieder Ja. in eine Klasse gekommen oder so. Ja, doch, ich war. Also, was Lernstoff und sowas war, ne? Hatte ich in der Grundschule tatsächlich keinen Schulstress. Ich bin immer gut mitgekommen. Nee, das hatte ich Hausaufgaben nie. gingen ruckzuck. Das Problem war für mich immer, ich bin so oft umgezogen in der Grundschule, dass der Stress eher aus dieses neue Leute kennenlernen, neue Freunde finden, schon wieder eine neue Klasse. Das ist eher der Stress gewesen, den ich hatte damals. Daran kann ich Ja, mich noch sehr gut dran erinnern. ich war ja selbst damals in der Grundschule schon anders und ein bisschen, hatte so einen Freundeskreis von zwei, drei Personen und andere Leute hatten da auch schon größere Gruppen und so und waren so die Coolen und die haben Fußball gespielt und das hat mich alles irgendwie nicht wirklich gejuckt. Ja, natürlich so aus dem Gruppenzwang heraus schon, aber auch dann nicht wirklich. Ja. Und ich hatte sowieso immer schon andere Ansätze an Dinge ranzugehen einfach. Und das ist halt aufgefallen. Ich war halt immer irgendwie der Komische so. Kenne ich. Und deswegen habe ich in diese Dynamiken, also auf dem Pausenhof oder so, nie richtig reingepasst. Das kenne ich nur zu Und gut. das hat man Ist bei halt mir genau gemerkt. dasselbe. Hallöchen klopfen jetzt nochmal so. Nochmal so persönlich Hallöchen sagen, nicht nur winken.
Ja, ich bin auch, ich weiß nicht, ich bin auch eine der wenigen Grundschüler gewesen, die sich halt auch mit Lehrern angelegt haben. Es ist also gerade unser Sportlehrer, das war nach meinem Unfall auf dem Pausenhof, da habe ich einen Triggerreifen in den Nacken bekommen. Und danach hatte ich noch eine Stunde Sport und ich habe dem das gesagt, was passiert ist. Und du fängst ja dann zu laufen, hör aus, dir so einen Scheiß zu erzählen. Ja, ich gesagt, das mache ich nicht. Das können sie vergessen. Und na, dann, ja. Er hatte mir noch irgendwie gedroht und was weiß ich noch genau alles. Und ich habe aber trotzdem nichts gemacht. Ich habe mich auf die Bank gesetzt und gut ist, leck mich im Arsch. Und Ja. bin dann nach Hause. Hab meiner Mutter das dann erzählt, als sie zu Hause war. Aber nee, da war sie noch zu Hause, da war sie noch nicht in der Schule. Ja, meine Mutter, irgendwann im Laufe der Grundschule ist meine Mutter angefangen, wieder selber in die Schule zu gehen. Deswegen war sie dann Lehrerin. meistens ein paar, nee, hier, Altenpflegerin. Dann war es ja Schule für. Ach da, okay. Ja, da Okay. hast du ja auch so Sachen, Latein, Krankheitsgelübde und hast du nicht gesehen. Ja, dann, da gibt es halt extra Schulen für. Ah. Auch interessant. Ja. Das ist, ja, alles nicht einfach gewesen. Wir haben so eine Vierer-Lerngruppe von Älteren. Also die jetzt nicht gerade mit 20 da in die Ausbildung gegangen sind. Oder war es das Ausbildung, so schulische Bildung dahingehend. Und die hatten dann so ihren eigenen Lernkreis. Das war Wahnsinn, was man da gemacht hat. Naja, auf jeden Fall, dachte ich, ja gut, okay. Nein. Und die war schon ein bisschen angefressen. Und dann sind wir Krankenhaus, Röntgen, jo, ersten Lendenwirbel gebrochen, der Junge darf sich nicht mehr bewegen. Das war kurz vor den Sommerferien, das war ganz toll. Oh nein! Oh, wer kennt's nicht? Wer kennt's Ja. nicht? Es gibt Aber nichts Schlimmeres, als sich vor den der Sommerferien Lehrer hat zu was zu hören verletzen oder gekriegt, krank ey. zu werden. Ja, es gibt echt Stell dir nichts mal vor, ich hätte Schlimmeres. dann noch Sport voll mitgemacht. Ja. Und dann werden da noch irgendwelche Folgeschäden passieren. Das Ich geht gar nicht. glaube, heutzutage, würde eher Krankenwagen rufen, wenn du sowas in den Nacken kriegst, weil die Lehrer Was ja auch gut ist. besser aufpassen. Welche ist das falsche Wort für? Die sind achtsamer. Ach, genau, Bei achtsamer, solchen Dingen. danke. Ja. Und manche Leute haben auch Schiss vor irgendwelchen Klagen und so weiter. Das gibt es natürlich auch, weil Ja. manche Leute übertreiben halt auch einfach. Wenn Oh jemand, ja. wenn sich jemand auf dem Schulhof über seine eigenen Füße stolpert und sich auf die Fresse packt und den Arm aufschürft, ja, dann Es sind hier letztendlich einmal immer noch Optimierzer Kinder, drüber es gehört sprühen dazu. und fertig. Es Und gehört das ist normal. dazu. Aber bei solchen Sachen, wenn Ja. dann sollte schon. Ja, wenigstens vielleicht mal eben ein Elternteil kontaktiert werden, was wir jetzt machen sollen. Also, weil Ja. ich konnte ja noch laufen und alles, ne? Aber war halt, ich hatte halt diese Schmerzen im Rücken und das war mir auch alles nicht geheuer, aber ja, mein Gott, habe ich hier eine Stunde noch ausgesessen und bin nach Hause, aber dass Ja. dieser Vogel mich dann noch zwingen wollte, Sport zu machen, echt lausig, ey. Es wäre Naja, und interessant, ob der dann. heute immer noch Sport unterrichtet. Nee. Der ist, ich glaube, 2 Jahre später oder ein Jahr später ist der gegangen. Er war auch nicht ganz, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, ob der gegangen worden ist oder. Wollte ich gerade fragen. Ich weiß es nicht mehr. Es Okay. gab da, ja, es gab da auf jeden Fall irgendwie Gerede. Aber es hat wieder Dorfgerede.
Ja, er musste uns ver, er musste die Schule verlassen, bla bla bla. Ich weiß nicht genau, was er jetzt alles war. Weil das, na, wenn er das bei mir so macht, das er hat Ich da wollte auch gerade noch sagen, du warst andere garantiert nicht Dinge. der Erste und auch nicht der Letzte, wo er gesagt hat, ey, du machst mit, egal was ist. Sind, sowieso, es gibt ganz, irgendwie sind Sportlehrer oft irgendwie so ein bisschen komisch. Teilweise auch ein bisschen mehr komisch. Ich kann mich an meine So was Sportlehrer ist. tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Ich habe drei, Ich weiß vier nicht, wenn. Lehrer, die ich im Kopf habe, ne? Aber es ist kein Sportlehrer dabei. Das ist einmal mein Mathelehrer, meine Klassenlehrerin. Ja, die beiden Ja, vor allem immer sind mir noch sehr an den Kopf die immer geblieben. so ein bisschen. Ich, na, ich habe so diese Sportlehrer im Kopf, die so ein bisschen zu gerne Hilfestellung geben. Und so. Ah. Gab es, habe ich natürlich, habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung gemacht. Wir hatten auch eine, wir hatten auch Sportlehrer, da hast du gar nichts zu sagen gehabt. Ne? Also da war immer, da war nie irgendwas komisch. Ja. Wir hatten auch mal eine junge Sportlehrerin. Das war. Die sah schon gut aus. Die hätte wohl Jungs öfter haben mal sehr Hilfestellung gerne geben dürfen. Sport Ja, gemacht. genau so ungefähr, ja. Naja, aber wir hatten auch wirklich so Leute, da hatten die Mädels einfach absolut keinen Bock auf Sport, weil denen der Typ einfach alles, das war alles nicht geheuer, also. Okay. Und wenn du als Lehrer so ein Gefühl vermittelst, machst du irgendwas falsch. Definitiv. Wir hatten auch mal unseren Deutschlehrer plötzlich als, stimmt hier, als in der Grundschule, als der andere Sportlehrer dann weg war, hatten wir dann plötzlich unseren, nee, unseren Mathelehrer, war das Mathelehrer oder Deutschlehrer? Ich weiß nicht mehr. Nee, Mathelehrer war es. Hatten wir dann als Sportlehrer. Und der Moin, war auch Lukas. hier Arbeiten machen, ne, und so weiter und so weiter. Ne, da so ein bisschen vom Stil her Drill Sergeant. Aber das passte halt. Oder hatte keiner irgendwie ein unwohles Gefühl bei. Das ist doch aber auch gut. Ja. Ich glaube, am stressigsten für Schüler ist es tatsächlich das Gymnasium oder Realschule. So die höherstufigen, weißt du? Weil die Anforderungen teilweise so extrem sind von sich selbst oder von dem familiären Umfeld, noch nicht mal von der Schule her. Aber von gerade dem Umfeld und dem familiären Umfeld können die Anforderungen so extrem hoch sein, dass es da richtig Stress gibt. Ich will nicht wissen, wie viel potenzielle Genies verschleißt wurden, weil sie so großen Druck von dem Umfeld gekriegt haben. Ja, gute Besserung auch Klopfer. Und Gute Besserung. ich hab das immer so mitgekriegt. Halt, du hast halt nach der vierten Klasse diese Aufteilung in Hauptrealschule und Gymnasium. Und bei uns waren es dann sogar noch zwei Gymnasien. Dann haben sich die Leute nochmal verteilt. Du hast wieder ein neues Umfeld. Du hast einen anderen Ja. Leistungsdruck, der dann plötzlich dazu kommt. Dann durch dieses neue Umfeld können natürlich auch neue Probleme aufkommen. Bin vorher sowieso nicht so der extrovertierteste Mensch war, bist und vorher beim Wechsel auf die Grundschule schon so kleine Probleme hattest. Plötzlich hast du eben noch so ein, zwei Leute, die du noch kennst. Alle anderen musst du neu kennenlernen. Dann ist so wie ich das mitgekriegt habe, ist gerade in den höheren, in den im Gymnasium, vor allem wenn es auch eher, wenn es Richtung Privatschule geht, es ist dann noch mal schwieriger, weil da
teilweise ganz komische Klickenbildungen, auch kriminelle Strukturen plötzlich entstehen. Ja, automatisch, weil die, also ich will es jetzt nicht generalisieren, es sind nur meine Erfahrungen, die ich mitgekriegt habe. Ich war nicht selber auf dem Gymnasium, ich habe es nur aus Erzählungen von Leuten, die auf dem Gymnasium waren und auch im Familienkreis und so weiter, habe ich das mitgekriegt. Das hat sich wirklich so Klickenbilden, die dann irgendwelche Handys abziehen von Leuten, die sie vorher halt systematisch runtergemacht haben, um das genauso machen zu können. Und die Leute, bis sie dann irgendwie wann mal was sagen, es ist halt ich oft, glaube, das hast du viel auf, zu spät. Ne? Das hast du auf jeder Schulschicht, egal ob Haupt, Real oder Gymnasium. Ja, das stimmt schon. Ich glaube eher bei Haupt schon, ist es sogar noch am schlimmsten. Bei Haupt kriegst du es aber eher mit, weil die Leute sich eher auf die Fresse hauen. Ja. Also das sind ja natürlich nur meine Erfahrungen. Ich habe da ja keine Statistik-Validierung für. Aber es war halt wirklich oft so, wenn irgendjemand die irgendwas abziehen wollte, so dann haben die sich geprügelt und dann hat der Stärke gewonnen und den anderen auch was abgezogen. Also das hat man eher mitbekommen. In, wie gesagt, auf dem Gymnasium war es eher so dieses systematische Runtermachen von Leuten und die dann mit mentalem Druck dazu zwingen, die Sachen abzugeben. Ja, wo es dann erst ist, ja, Handys geklaut worden. Und dann kommt, Monate später kommt raus, das ist gar nicht geklaut worden. Also das ist anders gelaufen. Viel schlimmer, wenn es nur geklaut worden wäre. Ja. Ist, glaube ich, auch mal drin. So wirklich so ein interessantes Thema, die verschiedenen Schulzweige, generell unsere Meinung mal darüber zu äußern. Das Schulsystem ist komplett kaputt. Ja. Ich glaube, da braucht man nicht so viel drüber reden. Dieses ganze Prinzip Frontalunterricht, das funktioniert, das hat noch nie gut funktioniert. Es sind immer so viele Leute auf der Strecke geblieben. Ich kenne Leute, die sind super intelligent, die sind irgendwie ganz knapp so mit dem Hauptschulabschluss irgendwie durchgekommen, mit so einem Dreier-Vierer-Schnitt irgendwie. Ich sag mal einfach so, nur, weil die diesen Frontalunterricht nicht ab einem bestimmten Punkt konnten die da nicht mehr folgen. Es ist ja nur nicht nur Frontalunterricht, es ist eher dieses Gesamtunterricht. Du hast mit 30 Leuten einen Unterricht und du wirst nach diesen 30 Leuten, beziehungsweise werden diese 30 Leuten nach den 100.000 Schülern bewertet, wie es sein muss. Anstatt zu gucken, gut, der eine ist in Mathe verdammt gut, den fördern wir im kaufmännischen Bereich mehr. Weil, das fand ich bei den Niederländern fand ich das auch ganz interessant. Da gehst du, ich glaube, ab der 9. Klasse hast du unterschiedliche Wahlbereiche, die nach Farben sortiert sind. Fand ich auch ganz lustig. Also es sind so naturwissenschaftliche Bereiche, die sind oder andere Bereiche und so weiter, dass du eher in Richtung dass da schon gewisse berufliche Orientierung auch stattfindet. Der Unterricht wird mehr praxisgebunden. Die einen lernen schon was Richtung Gartenbau. Die nächsten sind halt eher in Wirtschaft drin. Es ist und hier in Deutschland kommst du aus der 10. Klasse, gehst in die Ausbildung und was? Steuern? Hilfe! Ja. Das muss doch alles individuell beurteilt werden. Es kann nicht sein, dass ein Alex genauso beurteilt wird wie ein Stefan. Du hast andere, komplett andere
Interessen, hast komplett andere Wissensstände oder bist in anderen Gebieten viel flexibler oder kannst da Sachen viel besser merken. Und ich bin in anderen Gebieten besser, wo ich sage, nee, das musst du aber so und so, ich kann dir das viel besser erklären. Ja, Deutschland ist multi. Deutschland ist in nichts gut, aber auch in nichts so wirklich schlecht, aber auch wirklich nicht in nicht so richtig gut. Ja, aber ganz, ganz viele Leute fallen halt einfach durchs Raster. Obwohl das nicht nötig wäre. Ich habe da auch noch ein Beispiel. Das wusste die Person selber gar nicht. Also sie hat es irgendwann nicht mehr hingekriegt, dem Unterricht zu folgen. Allerdings war das kein Intelligenzproblem oder ein Aufmerksamkeitsproblem. Es war ein fucking Hörproblem. Da musst du aber auch erstmal drauf kommen. Er konnte nicht mehr Stimmen differenzieren. Und das ist dadurch aufgefallen, dass ihn halt ein Lehrer mal wirklich alleine vorne, direkt vor den Platz gesetzt hat. Und so, dann hat das funktioniert. Der hat die Sachen mitgekriegt. Und ja, genau, wie Mel es auch sagt, hallo übrigens, in unserem System gibt es keinen Platz für Einzigartigkeit, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, er hat dann viel mehr mitgekriegt, hat aber immer noch Probleme gehabt, weil es gibt ja immer irgendwie Nebengeräusche, auch wenn es heißt ja so ein Ruhigsein, aber so der eine murmelt sich was in den Bart, weil er gerade irgendwie eine Aufgabe machen ist und so weiter. Ja. Und sowas. Wenn du, wenn dein Hören so beeinträchtigt ist, dass du nicht mehr differenzieren kannst zwischen einzelnen Gesprächen und du den Fokus nicht kriegst, dann brauchst du in dem Bereich Hilfe. So, hat er dann auch, hat die Person dann auch bekommen. Und dann lief es um einiges besser. Ah, das ist das, was, glaube ich, die Schulen in Deutschland definitiv mehr brauchen. Dieses Blick auf den Einzelnen, auf das Individuum. Ja, definitiv. Ah, da können wir uns auch wirklich stundenlang drüber diskutieren, über das Thema. Es ist zwar mit einem Satz abgeschmettert, wo ich glaube, selbst Lehrer einem recht geben, jedenfalls was ich so im Internet lese, dass das Schulsystem veraltet ist. Ja, unser Schulsystem basiert auf einem System, was 1987 eingeführt wurde. Da ist mal ein bisschen was dran geschraubt worden und das war's. Sonst haben wir immer noch dieselbe Basis. Oder ist das sogar nicht schon früher eingeführt? Nee, unser aktuelles System ist wirklich nur knapp 130 Jahre alt. Okay, dann 1887. Gut, ich war gerade so, ich dachte 1987, Moment, das war doch viel früher. 1887. Ja, 1887. Ja, das ist 130 Jahre alt ungefähr. Ja, dieses Thema ist natürlich viel komplexer. Ich meine nämlich auch aus dem 19. Jahrhundert. Ich meine mich auch genau, so im Kopf gehabt zu haben, aus dem 19. Jahrhundert ist das System noch und es wurde über 100 Jahre überhaupt nicht richtig vernünftig angepasst. Klar gab es hier und da mal so ein bisschen Schraubstellen, zum Beispiel Religionswahl. Ich glaube, vor 100 Jahren hattest du das noch nicht. Naja gut, zwischendurch wurde es ja auch komplett abgeschafft unter Nazi-Deutschland. Da gab es ja dann, wurde der Religionsunterricht komplett abgeschafft und alles gerade gezogen, weil man wollte damals ja alles gerade haben. Aber naja, da hat sich dann ja irgendwann auch wieder ein bisschen umgestellt. Ja. Aber das ganze Problem ist halt, man kann, auch wenn man eine Schulreform machen will und das System ändern will, kann man das in Deutschland nicht vernünftig, weil Bildung ist Ländersache. Was soll das? Du kannst, wenn du Bildungsminister bist, nee, warte mal,
Das Bildungs- oder Kultus? Das ist gut, das ist der Kultusminister, ne? Ich habe da absolut keine Ahnung. Ja. Ich weiß, dass der verantwortlich für Bildung. Da gibt es, glaube ich, den Bildungsminister. Ich meine, kenne ich. Also vom Namen her sagt mir das eher was als das Kultus. Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ja, auch. Ja, egal. Auf jeden Fall der Verantwortliche in Gesamtdeutschland, ja, der Minister dafür, der kann nichts richtig machen. Der kann keine große Schulreform durchsetzen oder ausarbeiten lassen und so weiter, weil die Länder halt alle mitziehen müssten und bis hier mal A und B miteinander redet. Also die kriegen ja es ja nicht mal hin, eine Straße von einem Dorf zum nächsten zu ziehen in einem Stück, weil die Kommunen ja schon untereinander nicht reden. Ja, ich habe gerade mal gegoogelt, seit dem 8. Dezember 2021 ist Bettina Stark-Walzinger Bundesministerin für Bildung und Forschung. Genau, Stark-Walzinger war es. Ja, ich hatte es nicht mehr im Kopf. Was macht nochmal der Kultusminister? War anders. Ist ja Bildung und Forschung. Naja, kommst auf jeden Fall an dieses Schulsystem nicht richtig ran. Da müssten sie eigentlich wirklich was machen. Es ist so kaputt. Also auch ist genau dasselbe anscheinend. Wer ist der Kultusminister? Seit dem 8. Dezember, bla bla bla, Bettina Stark-Walzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Dann hatte ich das doch richtig im Kopf, okay. Dann ist das Kultusminister. Traditionell die oberste Verwaltungsbehörde eines deutschen Landes für den Bereich Schule und Bildung, ja. Ja, genau. Ja, also. Teilweise auch für die Hochschulen und kulturellen Angelegenheiten. Ja, deswegen der Kultusminister. Ja. Und da ist ja halt wieder das Problem, dass so Dinge, die Hochschulen passen jetzt erstmal aktuell, aber das Schulsystem ist halt so auch runtergewirtschaftet. Die haben Die wissen ja gar nicht mehr, wohin die sinnvoll investieren sollen, damit es besser wird, damit man Sachen besser machen kann und so weiter. Die versuchen es, also ich sehe es immer wieder, dass Schulen, Kommunen oder halt teilweise auch Länder es im Einzelnen irgendwo versuchen. Es kann aber nicht großflächig angewendet werden, sondern immer nur Einzelfälle, wo Besserungen eintritt. Ja. Dann haben wir natürlich den Lehrermangel, weil die Leute halt auch keinen Bock mehr haben, weil die Leute wissen, das System ist scheiße. Und dann, warum soll ich mich in ein kaputtes System reinarbeiten, wo ich nichts ändern kann, weil ich gar nicht die Chance habe? Ja. Das sorgt natürlich direkt für Frust und somit kriegst du noch weniger Leute dazu, in dieses System zu gehen und was ändern zu wollen oder was verbessern zu wollen, was anders zu machen. Naja. Ja, das stimmt. Meine Nichte ist ja jetzt ins Gymnasium gekommen, ne? Bin ich auch mal gespannt, wie sie sich da entwickelt. Ja, kann gut werden, kann schlecht werden, wer weiß das schon, ne? Ich bin da gespannt. Freunde hatte es so gut wie keine in der Grundschule. Also Freunde, ne, die ich von denen ich weiß, kann ich erstens an einer Hand abzählen. Und zweitens, ich wohne jetzt seit Oktober hier, also seit fast einem Jahr, ne? Und sie hatte vielleicht einmal Besuch und sie war vielleicht zweimal bei anderen Kindern. Na gut, das war bei mir anders. Auch wenn ich immer irgendwie der Komische war, hatte ich doch immer so
An der Stelle war eigentlich jeden Tag unterwegs. Das Mädchen tut mir so leid, weil es hat so eine klasse Fantasie, was die alles hier für das Haus, ne? Schule. Sie hat eine Schule für uns eröffnet, damit wir auch lernen können. Sie hat einen Mathekurs gegeben, einen Malkurs, eine Bücherei. Jetzt hat sie für Plüschtiere eine Arztpraxis aufgemacht. Also an Fantasie und an Ehrgeiz, Kreativität und sowas fehlt's ihr nicht. Aber an Freunde, definitiv. Und das tut mir so leid für sie. Ja, da muss man nochmal sagen, man kann das halt auch nicht erzwingen. Man kann es nicht erzwingen, man kann die, aber man kann die Kids so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen. Das wird leider nicht gemacht. Laufen müssen sie alleine. Das wird leider nicht gemacht, das ist das Problem. Weißt du, ich bin mit 10 durchs halbe Dorf gerannt. Hier ist so, ja, nicht zu weit weg, nur auf dem Hof und sonst nicht weiter gefühlt. So ist mein Eindruck. Natürlich kann das sich, ich bin nicht unten drin, ne, in den Köpfen. Natürlich kann sich das auch ganz anders abspielen, aber für mich ist so der Eindruck, mein Kind, das bleibt bei mir, wie jemand anderes kommt hin. Ja, Helikoptereltern sind auch ganz schlimm. Was, also zum Teil hat man das auch bei uns so ein bisschen mitgekriegt oder sagen wir ein paar Jahre unter mir, da fing das an, wirklich auffällig zu werden mit Helikoptereltern. Mhm. Und man hat damals schon gemerkt, das tut den Kindern nicht gut. Die sind sehr unselbstständig, kriegen soziale Phobien, sind auch krankheits-, also immuntechnisch nicht so fit. Und in diesen, an diesen Punkten, wo die, wo die Eltern nicht dabei sein können, wo sie nicht auf das Kind aufpassen können, wie zum Beispiel direkt in der Schule, da zieht sich das Kind eher zurück, wie gesagt, mit den sozialen Phobien und so weiter. Und wenn das Kind mal Scheiße baut, muss es ja auch bestraft werden. Mhm. Die Kinder, na, und muss ja auch aus den Fehlern lernen. Na, also Kinder sollen Fehler machen und so weiter, sollen aber auch daraus lernen. Wenn aber Helikoptereltern schieben eher die Schuld dann woanders hin. Die Schule ist schuld, das andere Kind, was vielleicht beteiligt war, was auch immer. Ja. Aber nie das eigene Kind. Weil das ist ja so ein Engel. Er leckt mich am Arsch. Oh ja, das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten. Mein Kind ist der Liebste. Ah, nein, ist es nicht. Nein, einfach nein. Nein, dein Kind ist auch ein Arschloch, genau wie alle anderen. Gefühlt tatsächlich, ja. Es ist faszinierend. Geh mal draußen rum, guck dir die Möchtegern-Jugendlichen an. Und da rede ich schon ab 12, 10 Jahre bis 15, 16, so in dem Dreh. Guck dir mal diese Altersgruppe an. Und geh dann mal mit denen zu ihren Eltern, was die für eine Gratwandlung teilweise machen. Von dem, ich bin der Größte, ich hab solche Eier, Ich weiß, was du meinst. Und dann bei Mama, ja, heute war ein sehr schöner Tag, wir haben sehr viel gespielt, haben auch fleißig gelernt. Ja, nee, ist klar. Ja, das, Es gibt solche Eltern, die die Kinder übererziehen oder zu sehr, oder diese Klucken, weißt du, oh mein Kind, oh mein armes Kind, bist du hingefallen? Oh, hast du dir wehgetan? Ne? Dann gibt es aber auch solche Eltern, was, mein Kind macht das? Das hätte ich ja nicht gedacht, bei mir ist es immer so lieb. Ja. Mag sein, aber bei anderen nicht. Aber es gibt auch solche Jugendliche tatsächlich, ne?
die dann vor Mama immer so, hey, ich bin der Liebste. Kaum ist Mama ums Eck, fallen die Schimpfwörter wie sonst was. Naja. Manche lernen dann auch, das einfach auszuspielen. Ja. Ich habe aber auch schon Leute gesehen, also in dem Fall war es ein Mädel, die hat irgendwas nicht gepasst, das war so auf Arbeit, sie hatte gerade Ausbildung angefangen und so weiter, irgendwas passte ihr nicht und ich weiß nicht mehr genau, was es war, sie wollte irgendwas nicht machen oder so, oder irgendwas war zu viel. Und dann ist sie angefangen zu weinen. Weil wenn sie zu Hause geweint hat, dann war jemand da und hat sie dann getröstet und hat vielleicht die aufgehört und hat die Aufgabe übernommen oder sowas. Mhm. Ja. Das ist auch nur eine Nacherzählung, muss ich dazu sagen. Ja, ja. Derjenige, der sie da ausbilden sollte, ist war einfach umgedreht und weggegangen. Sie wusste überhaupt nicht mehr, wohin. Was ist, wenn du es nie anders gelernt hast? Ja, das ist auch meiner Meinung nach eine komplett falsche Erziehung, dem Kind alles zu erlauben, nur weil es mal heult. Warum? Nur weil man dir mal als Kind alles aufgeschuldet hat und du keine Freizeit hattest, musst du doch dein Kind nicht so verhätscheln. Ja, das Leben ist nun mal so, dass man nicht alles kriegt. Ich hatte beim Einkaufen, war auch eine junge Mutter, ich würde sagen so Mitte 20, ne, Ende 20, mit ihrer, wie alt wird das Kind gewesen sein? 10? So in dem Dreh. Kind auch, Mama, ich möchte hier was. So, nein, heute nicht. Du hattest gestern was. Das Kind fängt an zu heulen, ne? Die Mutter ganz eiskalt. Gut, ich bezahl's meine Sachen, wenn du da weiter heulen willst, bitteschön. Wir sehen uns dann zu Hause. Und ist zur Kasse gegangen, hat das Sachen hingestellt, bezahlt, das Kind war ruckzuck ruhig. Hat noch eine halbe Minute lang geheult, vielleicht kriege ich es ja dort. Nee, hat es nicht gekriegt und geht mit. Ja, mir ist gerade auch wieder eine Story eingefallen. Was sagte eine Mutter von einem Freund von mir, hatte das erzählt. Ein Freund, der war mal so sauer, der wollte von zu Hause weglaufen, hat dann Sachen gepackt und ist losgelaufen und die Eltern haben so geguckt, okay. Ja. Ja, die typische, ich gehe. Ja, war natürlich so, ich gehe jetzt. Ja, tschüss. Na gut, dann losgestiefelt Richtung Bushaltestelle. Also, hat er dann selber auch gesagt, hat er immer wieder geguckt, aber es kam keiner hinterher. Ja. Wenn man so eine halbe Stunde war, dann wieder zu Hause. Ja, man muss die Leute auch manchmal einfach laufen lassen. Ja, das also was ist vor allem hier auf dem Dorf, also da kommt ja nicht alle 10 Minuten ein Bus. Oder da kommt vielleicht alle 2 Stunden meiner und. Wenn du Glück hast. Ja. Sei denn es sonntags, dann kommt nur einem am Tag. Ja, auf jeden Fall kannst du da mit zu viel. Ja, schon gut, du kannst mit vielen Sachen Kinder auch kaputt machen. Ne? Deswegen gibt es ja auch Erziehungsratgeber und so weiter. Ne? Wenn ihr während der Eltern seid, guckt euch die Scheiße an. Ne? Lass mir doch nicht erzählen, wie ich mein Kind erziehe. Von irgendwelchen Ratgebern, weil es bei deren Kind geklappt hat, damit das jetzt ein vernünftiges, in Anführungszeichen, in deren Augen ein Kind ist. Ich sage ja nicht, dass man das dass man das auf einen Ratgeber oder so beziehen sollte, sondern schaut euch mehrere Sachen an, informiert euch, was kann man machen,
was passt jetzt zu euch? Ihr werdet eh euren eigenen Stil entwickeln. Das rate ich auch jedem, aber tatsächlich seinen eigenen Stil zu entwickeln und nicht irgendjemanden nachahmen zu wollen. Aber wenn ihr komplett unvorbereitet reingehen, ist immer ein bisschen schwierig. So, macht euch Gedanken darüber, auch mit eurer Frau, mit eurem Mann, wie auch immer. Wie wollt ihr es handhaben? Wichtig ist, steht als Einheit als Eltern da? Ja, wenn der eine sagt, das so sagt, dann ist das auch Gesetz und fertig. Wie viele Eltern haben das schon passiert? Ja. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Ja, natürlich kann das Kind das Auto auch outplayen, wenn man halt dem anderen über den Schritt nicht informiert hat. Ja, geht man nach Mama und ja, fragt so und so, können wir das machen? Nee, das geht nicht. Wenn das Kind dann direkt nach Papa geht, dann weiß Papa da noch nichts von, dass Mama Nein gesagt hat. Ja. Aber Kommunikation, Leute. Das Geilste ist immer noch so, frag Mama. Frag Papa. Mama hat gesagt, ja, aber ich sollte dich schon mal vorsichtshalber fragen. Ach so, ja, dann kein Problem. Ja, mehr sagt sie auch, sie wird es definitiv anders machen bei ihrem Kind, als es bei ihr gewesen ist. Weil so einen psychischen Knacks wünschen niemand, ja. Es ist. Würde ich die. Was ich auch aus. Jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung weiß, sondern aus Therapiesitzungen mit Leuten und so weiter. Wenn es früher in der Familie Gewalt gab, dann ist es entweder so, also was beides nicht gut ist, dass man entweder sein Kind in Watt packt oder irgendwann selber gewalttätig wird. Beides ist nicht gut. Das eine ist noch schlechter als das andere, aber darüber muss man sich im Klaren sein und muss frühzeitig dagegen handeln. Da muss man erst an sich selber arbeiten, damit sowas nicht vorkommt. Ja. Aber wenn man weiß, man muss die Leute halt auch aufklären, dass es sowas gibt, dass ich Verhaltensmuster vererben, beziehungsweise genau ins Gegenteil schlagen. Und beide Extreme sind Extreme und Extreme sind nicht gut. Das stimmt. Deswegen, wenn ihr Eltern werden wollt, wie auch immer, informiert euch. Welchen Ratschlag ich oder mal geben kann, ist, welcher immer sehr gut funktioniert, hättet ihr denn als Kind behandelt werden wollen? Also, wenn ihr eine gute Kindheit habt, dann könnt ihr das ja genauso machen. Aber wenn ihr sagt, nee, ich möchte das und das ändern, weil ich wurde geschlagen oder ich habe wegen jeder Kleinigkeit Hausarrest gekriegt, dann reflektiert das doch einmal und guckt, okay, wo habe ich verdient Hausarrest gekriegt und wo nicht. Dann wisst ihr ja, okay, da habe ich meine Grenzen erkundet und wusste genau, okay, da ist mein Hausarrest verdient gewesen. Da habe ich die Wahrheit gesagt. Meine Eltern haben mir nicht geglaubt und habe Hausarrest gekriegt. Dann versucht doch mal, eure Kindheit erstmal Revue passieren zu lassen und überlegt euch, wie hätte es denn anders laufen können? Wie hätte ich denn erzogen werden wollen? Mel sagt, du hast nett gesagt, aber du weißt, dass die meisten nicht hören würden. Ja, aber wenn es die meisten sind, dann ist das so. Aber dann hören ja wenigstens einige schon mal zu. Besser als gar keiner. So sieht's aus. Interessant, wie wir vom Schulstress auf Kindererziehung gekommen sind. Ja, sowas passiert halt, ne? Ich war gerade am Überlegen,
wann ich wirklich so wirklich schulischen Stress hatte, was mit Aufgaben oder so zu tun hatte. Weil selbst wo ich theoretisch Stress gehabt hätte, habe ich einfach dann nichts gemacht. Was so, Ich glaube, keine Ahnung, irgendwelche Projekte oder so, die ich so ja einen später in Schulstress hatte ich weiterführenden Schulen tatsächlich auch hatte. nicht. Hatte so einen, glaube ich, auch nicht. Abgesehen jetzt von diesem Umziehen, neue Leute, ne? War dieses typische Schulstress. Nur den Stress, den mein Stiefvater mir damals gemacht hat. Du musst innerhalb von 10 Minuten von der Schule hier sein. Das war ein bisschen stressig, aber das war so. Okay. Ich weiß genau, was du für ein Schlingel bist. Und bevor du irgendwo an der Ecke raust, kommst du mal schön hierher und machst erst deine Hausaufgaben. Dann kannst du gehen und von mir aus rauchen. So nach dem Motto, weißt du? Ja, kenne ich. Aber bei mir war es irgendwann, war ich sowieso vor meiner Mutter zu Hause meistens. Und die ist so. Ich glaube, die ist eine halbe Stunde, Stunde nach mir immer gekommen. Die war ja selber in der Schule. Und als wir irgendwann umgezogen sind, dann und sie auch angefangen ist zu arbeiten, hat sie halt immer Nachtschicht gemacht. Muss sie mal leise sein, wenn ich nach Hause komme. Oh ja. Er hat es jetzt trotzdem immer mitgekriegt, weil die vorher da einfach alles. Ich glaube, das ist so Aber typisch wirklich Mutter, so, ich weißt hatte du? selbst, ich glaube, in der Berufsfachschule, da hatte ich theoretisch gesehen Stress, weil ich halt das Abschlussprojekt boah, ein bisschen hab schleifen lassen und dann habe ich mir ein bisschen was so zusammengebastelt und ja. Also, nee, mir fällt jetzt spontan tatsächlich Ich habe nichts das Ding ein, nicht mal präsentiert, hab trotzdem eine viel, glaube ich noch. wo ich unter Stress stand und sagte, oh Gott, ist das heute wieder stressig? Oder ist das allgemein? Nee, gab es, glaube ich, keine Sache. Ich habe meine Sachen gewissenhaft gemacht, wenn ich sie gemacht habe. Ab einer gewissen Zeit habe ich es schleifen lassen. Ich kenne das höchstens von meinen Schülern. Aber sonst? Also, ja, ich hab ja auch Nachhilfe gegeben. Und also ich konnte das nie so richtig nachvollziehen und die haben sich wirklich bemüht, besser zu werden und die Sachen zu lernen und so weiter. Teilweise hat es aber auch einfach nicht richtig funktioniert. Da ist der Punkt nicht gekommen, wo es Klick gemacht hat, so in Mathe zum Beispiel. Aber wenn du so irgendwie am Thema vorbeiläufst und es nie Klick macht und es wirklich elendig lange dauert und du gefühlt nicht weiterkommst, ich glaube, das ist sehr stressig. Also das wirkte auch so, also Ich die Leute glaube, wirkten ja, auf das mich auch ist noch dann nicht sehr mal Stress, gestresst. das ist eher, glaube ich, eine psychische Belastung. Das muss ja noch nicht mal Stress Ja, sein. aber Es kann das eher ist ja so eine auch Psy eine Stresssache. Ja. Also sowieso. Es gibt natürlich auch, es gibt ja guten Stress, schlechten Stress. So. Das kennen wir alle, hoffe ich. Oh, mein Arbeitsstress. Ich liebe es, auf der Arbeit zu sein. Morgens um 10, vor allem wenn Wochenmarkt ist, wir gerade den Laden aufmachen und 20 Kunden da stehen und es so stressig wird. Ich liebe Mal ein es. bisschen Dampf, ne? Man kommt Ja, selber mal ein bisschen in Wallung dann und bist du so, da ja. am Malochen, hast dich 20, 30, 40 Kunden zu zweit bedient, guckst du auf die Uhr, 10 nach 10. Was? Ja, ich kenne das ja noch von, Weg ist wie heißt er. es jetzt? Was heißt hier weg? Jetzt ist er wieder Du da. Jetzt hast bist du unten. irgendwie Probleme da bei dir wieder. Ich sehe dich ja noch, alles gut. Ja, so, dann kommst du. Jetzt bist du bei mir beim UPS weg. Was ist denn das? Ah, da ist er wieder. Das ist weird.
Nein, Ninja macht gar keine Probleme. Ja, irgendwo haben wir gerade ein paar Verbindungsschwierigkeiten. Da kann man halt nichts machen. Nee. Nun ja, also kommst du auf Baustelle an, Bauleiter ist nicht da, du hast drei Auszubildende und das, nee, du hast zwei Auszubildende, Praktikanten und einen, naja, Gesellen, aber der ja, eher so mittel ist. Und dann guckst du, dann guckst du auf den Bauplan, was hatten wir besprochen, was muss noch fertig? Aha. Ja, das muss fertig, das muss fertig, das muss fertig, das muss fertig. Wir sind nur 5 Tage in dem Zeitplan. Ja, und dann, in solchen Situationen gehe ich dann aber auch auf, wenn dann irgendwie, was heißt, okay, na, Leute, einmal hier kurz gucken, wir haben das, das, das. Wer übernimmt jetzt, also erstmal, ne, erstmal wird der Geselle gefragt, so, was davon kannst du am besten übernehmen, dass wir schnell durchkommen. Dann hat er sich dann die Netzwerkgeschichte dann halt verzogen und die anderen habe ich dann eingeteilt. Übrigens war ich der Praktikant. Der Ja. Praktikant verteilt die Aufgabe, anstatt es der Geselle macht. Findet den Fehler. Ja. Ich wusste, ich wusste ja bei den beiden Auszubildenden, wusste ich schon so ungefähr um die Stärken und Schwächen. Die eigentlich der Geselle wissen müsste. Ja, keine Ahnung. Den haben wir an der Seite gepackt in den Netzwerkschrank und der sollte die Sachen auflegen, vernünftig. Und fertig. Das musste halt auch fertig. Und dann. Ja, dann habe ich den nächsten habe ich an die Brandmeldeanlage gesetzt. Und dann, nee, und zwei Leute verlampen. Weil die musst du mit zu zweit, musstest du die aufhängen und mit Handschuhen, weil die so beschissen waren. Wenn du da irgendwie nur mit einem kleinen Finger so ganz leicht dran gekommen bist, hast du sofort einen riesen Fettfleck und ah, das sah richtig scheiße aus. Das war so ein komisches, mattes Metall in Schwarz oder in Dunkel. Das war also wirklich Horror. Was? Wirklich. Und dann hattest du, also, die hingen an Drahtseilen, die du dann halt durch so eine Öse gefummelt hast, die einen Rückschlag hatte. Ja, dass die dann hingen. Und dann hast du dann durch die oben, durch die Führungsschiene, hast du dann den Rest vom Drahtseil gelegt. Ja, und dann musst du die Höhen anpassen, mit der Wasserwaage nochmal. Das war ein Gefummel, sag ich dir. Aber es ging dann. Ja. Nur wichtig war halt wirklich sauber arbeiten mit den Stoffhandschuhen und so. Weil sonst war halt vorbei. Ja, so haben wir es auf jeden Fall ein paar Tage durchgezogen, sind gut vorangekommen. Als der Bauleiter wieder kam, dachte er, oh, ihr seid gut vorangekommen. Habt da gut gemacht. Aber das sind so Punkte. Oder wo ich dann merke, okay, wir haben jetzt Stress, und wir müssen das jetzt organisieren. Und dann guck ich mir das kurz an und dann los, 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 zack, 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 zack. Danke. Oh, genauso wie diese eine Baustelle. Boah, ging so ein Sack. Bauleiter hat unser Altmeister damals gemacht. Er war zur Baubesprechung immer da und ist dann abgedackelt, ohne uns irgendwas mitzuteilen. Und wir haben halt einfach nach den Plänen, die wir hatten, halt weitergearbeitet. Irgendwann war ich im Vorraum, das war ein Schwimmbad, im Vorraum am Arbeiten und dann kam der Architekt an. Du sag mal, wieso liegt denn da kein Kabel? Hab ich Plan aufgemacht. Plan steht kein Kabel. Da muss aber eins hin, das ist vor 2 Wochen in der Baubesprechung noch besprochen worden. Gott. Ja, kriegen wir hin. Der Estrich war schon drin. Das war ja scheiße. Zum Glück war die Wand noch nicht fertig.
Weil da musst du ein Kabel hin für Strom für eine Uhr. Oh. Oh, nee. Das hat uns aber keiner mitgeteilt. Ja, wir haben Glück gehabt, dass der Architekt mich das gefragt hatte. Weil ein paar Stunden später wäre der Estrich drauf gewesen. Dann hätte es vergessen können. Er hat irgendwie vom anderen Raum und keine Ahnung was irgendwie gucken. Ja. Ich glaube, das ist so typisch, weißt du? Ja, ah, das können wir so machen. Ja, das sieht gut aus. Ja. So, Chef, sollen wir den Arbeitern Bescheid sagen? Wen? Na, den Arbeitern, damit sie Bescheid... Ach, lass die mal arbeiten. Wir wollen sie jetzt nicht stören. Nee, das war einfach... das war einfach ein Murks. Wir hatten auch ganz oft da Lieferschwierigkeiten vom Material und konnten nicht weiterarbeiten. Und nur so eine Scheiße, ey. Wie gesagt, Änderungen wurden uns nicht mitgeteilt. Also, und wir hatten das auch dann bei der Meister plötzlich so zur Begehung da, hat geguckt. Und sagt dann: Du, wieso ist das dann noch nicht fertig? Das hätte die doch schon längst machen sollen. Steht nichts auf dem Plan. Das ist mal nichts von. Ja. Wieso? Das ist doch besprochen worden, dass wir das ändern und so. Das hat uns niemand mitgeteilt. Ja, das kann doch gar nicht. Das muss doch, das muss der Verantwortliche doch euch mitteilen. Das geht so nicht, da kümmere ich mich drum. Er weiß schon, dass er der Verantwortliche ist, der uns das hätte mitteilen sollen. Ja, gut. Der hat sich da irgendwo gebohrt, Wahnsinn. Das glaube ich. Er hat das dann auf irgendeinen Gesellen abgeschoben, der ja, das dann. Der dann mit diesen Anweisungen von ihm zu uns kam, einen Tag bei uns war, damit wir alle Änderungen durchsprechen und wissen, was alles umgesetzt werden muss. Damit er ja keinen Kontakt zu uns hat. Also das war eine Scheiße, du. Wir haben das Schwimmbad am Ende fertig gekriegt. Aber steht das Schwimmbad heute noch? Ja, ich glaube schon. Weil ich guck gerade mal oder überlege gerade mal so, ne? In meiner Stadt weiß ich, dass es, als ich hergezogen bin, ungefähr 4-5 Schwimmbäder gab, ne, so kleine mit einem Schwimmbecken und gut war, ne? Gibt es heutzutage nicht mehr. Jetzt hast du hier 3 Freibäder und ein großes Schwimmbad. Nö, das haben wir alles noch ganz genauso. Also auch hier im Dorf das Schwimmbad mit dem einen Becken gibt's noch. Ja. Obwohl dann halt auch Schwimmunterricht stattfindet und so. Ja, das hat man hier gar nicht mehr gefühlt. Ich glaube, zum Schwimmunterricht gehen sie ins große Schwimmbad. Naja, auch, wenn das entsprechend da ist. Ja, aber so kleine Schwimmbäder, wie ich sie von früher kenne, auch, ne? Gibt's bei uns nicht mehr. Okay. Das ist eigentlich schade. So, wollen wir das nächste Thema anreißen? Ja, können wir machen. Wenn wir jetzt ausgiebig hier in die Richtung. Ausgiebig ist gut. Ja. Ja, gut, vieles gibt es von früher nicht mehr, das stimmt schon. Ja, doch, es haben auch. Das ist Schwimmbäder lohnen sich halt auch nicht. Die rentieren sich nie. Die müssen immer irgendwie subventioniert werden und so weiter. Das ist, wenn du direkt einen Anschluss zu einer Schule hast, ist das immer ein Vorteil, dann bleibt das eher bestehen. Ja. Da habe ich das Gefühl. Gut, dann gehen wir mal rein hier.
Gott sei Dank ist es nicht positives Denken geworden. Wir haben Perspektivenwechsel. Also eigentlich genau das, was wir hier machen. Ein Perspektivenwechsel? Naja, wir sagen unsere Perspektive damit, oder unsere Meinung, damit ihr das auch mal aus unserer Sicht seht. Und dadurch habt ihr ja einen anderen Blickwinkel bzw. eine andere Perspektive. Ja, kann man so sehen. Oder man kann das ja auch abbeziehen, zum Beispiel. Man kann es auf so viel, glaube ich, beziehen, so einen Perspektivenwechsel. Täterrolle ist ja auch ein Perspektivenwechsel, wenn du dich von der einen zur anderen, wenn du in der Opferrolle bist, dass du dich mal in die Täterrolle reinversetzt, ist ja auch so ein Perspektivenwechsel. Ja, oder wo der Täter sich als Opfer darstellt. Egal, anderes Thema. Da wird, ich bin gerade viel zu tief in diesem Anni-Thema drin. Ah. Ja, das ich weiß, was du meinst. Und das ist Bullshit. Naja. Oder halt auch diese Perspektivenwechsel. Du kennst ja bestimmt das Phänomen der Betriebsblindheit. Ja. Ja, und dann kriegst du mal, wenn du dann mal einen neuen Mitarbeiter kriegst oder auch jemanden extra dafür einstellst, dass der mal einfach über diese ganzen Strukturen guckt und sagt, das habe ich zum Beispiel auch mal anders so und so gesehen in anderen Firmen oder so. Oder er hat ja auch andere Erfahrungen gemacht, wenn du halt zum Beispiel auf dem Bauernhof die ganzen Sachen immer so und so und so machst, dann ist das so. Das ist aber nicht unbedingt der effektivste Weg. Ja. Und wenn du erstmal in dieser Schiene bist, dass du Sachen immer genau nach dem Schema machst, dann wirst du ganz schnell betriebsblind und brauchst auch einfach dann mal wieder einen Blick von außen da drauf, auf die ganze Geschichte. Ja. Ja. Alles hatten da gebe ich dir definitiv recht. Das hatten wir auch beim Kollegen, als ich da ein bisschen gearbeitet habe, der sagte auch, guck auch mal ein bisschen nach. Ein bisschen was ohne, ob man vielleicht irgendwie was optimieren könnte oder so. Du hast ja nochmal einen anderen Blick. Ja, weil er auch schon Angst hatte, dass er einfach schon betriebsblind ist. Ja, ich glaube tatsächlich so ein Perspektivenwechsel. Ich sehe da tatsächlich keine Nachteile. Klar, du kannst dir die falschen Perspektiven angucken und sie einarbeiten. Umsetzen, ne? Im Großen und Ganzen sehe ich keine Nachteile von einem Perspektivenwechsel. Nee, du musst halt das Richtige für dich, du musst das richtig für dich einordnen und das dann halt richtig nutzen. Ja. Wenn du es halt gar nicht nutzt oder alles verwirrst und bla und du da auch nichts draus lernen konntest, dann ist es gut, dann ist es eine Zeitverschwendung gewesen. Aber grundsätzlich auch einfach mal andere Sachen angucken, hilft dir ja auch weiter. Ja. Andere Erfahrungen, um zu sehen, also kann man Sachen vielleicht noch anders umsetzen? Ja, kann man, passt aber bei uns nicht. Okay. Aber dann hat man es mal gesehen, wie es andere machen. Aber hat ja auch seine positive Erfahrung rausgezogen, indem man dann halt sagt, okay, es passt nicht zu uns. Ja, vielleicht kann man ja auch nur eine Kleinigkeit rausnehmen. Also so möchte ich es auf keinen Fall Nachlauf, machen. Ja, oder genau merkst, okay, so da wollen wir auf jeden Fall nicht hin, so festgefahren oder so. Kann ja auch sein. Das wäre auch gut. Ja, dann hat man da eine gewisse Achtsamkeit drauf. Ja.
Was ich aber auch gut finde, was Perspektivenwechsel angeht, das war die Frau von einem, mit dem ich in der Klinik war, die hat mit über 50 gesagt, ich weiß nicht mehr, was sie gearbeitet hat. Sie hatte auf jeden Fall keinen Bock mehr auf ihren Job. Und dann hat sie gesagt, ich werde jetzt Lokführerin. Und hat das durchgezogen. Das ist Ja, klasse. hat dann noch, sie hatte wirklich dann Ausbildungen gemacht, also Umschulung mit Ausbildung. Na, dann geht das ein bisschen schneller. Du brauchst ja nicht mehr so viel, also brauchst ja nicht alles neu lernen. Ne? Diese Ah, Basic klasse. Mathe oder so, was man immer noch mitkriegt, jedes Mal bei jedem Ausbildungsgang, das kommt, das weiß man halt. Oder braucht man dann Zählt nicht das dann nochmal. eigentlich als Perspektivenwechsel, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin eh immer zu spät, ich wechsle jetzt zur Deutschen Bahn? Dann wahrscheinlich nicht. Oder zählt das dann unter Aber Bequemlichkeit? wollen wir das nicht der zu späten Deutschen Bahn nicht langsam irgendwo mal begraben? Ja, sie haben dann marodes System aufgebaut und flicken halt die ganze Zeit nur dran rum an Es dem ist Schienennetz ein und so Meme, weiter. egal ob die Deutsche Bahn Ja. jetzt schon seit 3 Jahren immer pünktlich ist oder nicht. Es wird Ja, das immer ist sie ein, halt leider ja, nicht. es wird halt immer ein Meme bleiben. Deutsche Bahn ist generell zu spät. Es wird immer ein Meme bleiben. Also das hat sich schon gebessert gefühlt. Tatsächlich muss ich sagen, Jetzt. ich hatte bis jetzt, während ich mit den Zügen gefahren bin, früher mehr als heute, hatte ich eigentlich nie Probleme. Klar waren mal 5 Minuten Verspätung, ne? Aber das war halt nicht Ja, aber so so. 2 Minuten juckt halt auch keinen, ne? So, Das das hat ist dann halt halt keinen so. gejuckt. Aber wenn es dann halt. Ich habe das auch schon gehabt, so dann hieß es, ja, 2 Minuten Verspätung, 5 Minuten Verspätung, 10 Minuten Verspätung, Zug kommt nicht mehr. So, und Einmal hatte ich das tatsächlich dann auch. hättest du früher das Problem gehabt, hättest du dich halt informieren müssen am Infoschalter, wo aber auch alle anderen 100 Leute, die mit dem Zug fahren wollten, da stehen. Und wo geht's weiter? Dann hättest du dir neue Karten besorgen müssen für die neuen Züge. Wenn du jetzt wegen einem ausgefallenen Zug oder was auch immer den Zug nicht wahrnehmen kannst, oder auch zum Beispiel, weil der eine zu spät war und du dann den Anschlusszug nicht gekriegt hast, dann hast du die freie Wahl des Folgezugs. Auch wenn du, das ist ganz witzig, wenn der Zug vorher Regio war, aber wegen dem Verschulden der Deutschen Bahn kommst du nicht ans Ziel, dann darfst du auch ICE fahren oder so. Okay. Ja, dann Das ist jetzt auch mal so ein musst es halt interessanter nur musst, du musst es halt du Perspektivenwechsel musst es für halt mich. nur sagen, hier mein ursprünglicher Zug, der war zu spät, deswegen habe ich den Anschlusszug nicht gekriegt. Und deswegen kann ich mir dann die Route danach entsprechend einfach aussuchen. Oh. Weil es gibt ja auch zum Beispiel diese Varianten, okay, dann fährt halt 2 Stunden später wieder ein Zug und verpasst ja aber da den Anschlusszug wieder. Dann bin ich irgendwie 4 Stunden länger unterwegs oder so. Und ist ja oft genug passiert. Und dann haben die gesagt, so, wenn du einen Zug verpasst, dann such dir die nächste Route raus und fahr mit dem Zug. Bei mir war es tatsächlich so, dass ein Zug nicht gekommen ist, aber ein Ersatzzug bereit stand, der dann auch 10 Minuten Gut, das ist später ja auch. kam, weil irgendwas auf der Schiene war. Ja, das ist halt, das kann immer mal sein. Ja. Aber Ah, nee, ich bin auch dann anstatt ich glaube, 11 bin ich auch erst um 1 angekommen. Und dann fuhr natürlich kein Nachtbus mehr. Also musste ich latschen. wir hatten das einmal, da gab es eine Notbremsung im Zug, wir waren auf dem Weg nach Hause, waren noch so, ja, vielleicht
40 Kilometer oder so von unserem Bahnhof weg, wo wir ausgestiegen wären und nach Hause. Ja. Aber dann gab es Notbremsung und dann hieß es ja gut, geht erstmal nicht weiter. Ja, schon wieder, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und dann gab es schon, dann gab es so 10 Minuten später zufällig Arzt und oder Psychologe da. Personenschaden. Geht nicht weiter. Wir organisieren Busse. Immerhin. Ja. Na, wir saßen dann noch 2 Stunden im Zug, bis wir dann gehen konnten. Aber da wusstest du halt auch schon, was passiert ist. Sowas ist halt immer Kacke. Da kannst du halt als Bahn dann auch nichts für. Da Wir machst du hatten einen nichts. Randalierer im Zug. In dem Zug, der sowieso schon Verspätung hatte. Dann nochmal Verspätung hatte, weil irgendwo auf dem Gleis ein Waggon umgekippt ist. Muss dann eine Alternativroute nehmen, ne? Und dann haben dann noch welche randaliert. Das heißt, beim nächsten Bahnhof hat er angehalten, Polizei kam, alles. Dann hatte Ach der Gott, da noch nee. Verspätung. Oh. Ey, gut, aber da kann die Bahn ja nichts für. Nee, da kann die Bahn rein gar nichts für. Wenn die Leute sich verhalten wie die Axt im Walde. Problem ist natürlich, die Leute, die auf den Zug warten, wissen das nicht. Die kriegen nur mit, oh, Verspätung. Also macht da auch mal einen Ja. Perspektivenwechsel und überlegt erstmal, bevor ihr meckert, der hat schon wieder Verspätung. Überlegt erstmal, Ja gut, warum überhaupt. wenn sich natürlich, wenn du immer den gleichen Zug fährst und der ist fast immer zu spät oder so, also da ist dann strukturell wahrscheinlich ganz, Ja, es stimmt strukturell was nicht, ja. aber das Einzelfälle, wir hatten das ja auch, wo es zu Jessys Geburtstag ging, da war Marvin, der steckte ja einfach in Stuttgart fest. Am Bahnhof. Der Arme. Wegen Sturm sind irgendwie Züge ausgefallen Oh und ja, zu der Zeit war es sehr extrem, ja. er wusste gar nicht, ob er überhaupt noch wegkommt. Und ist dann ja nachts um 1:30 oder so war er dann auf dem Geburtstag. Ja, schon 5 Stunden lief gefühlt, ne? Ist sogar Ja, wir sind länger ja um 6 Uhr, wahrscheinlich. wir sind um 6 Uhr angefangen. Also, Ja. Wollte gerade das sagen, das war sind sechs, schon. acht Stunden. Ja, aber auch Props, dass er dann noch die Muße hatte und gesagt hatte, ich komme noch, weil er hätte Ja. dann nach Hause wäre kürzer gewesen. Definitiv. Definitiv. Ja. So, ich glaube, ein Nee, aber Team. Ah, wir. nee, wir können noch ruhig weiter quatschen. Ich habe gerade gedacht, okay. Ah, doch, ein Team, Ja. glaube ich, kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. Ah, ich finde, wie gesagt, Perspektivenwechsel finde ich wichtig und richtig. Und da bist du wieder verschwunden und wieder da und diesmal wieder unten. Ich liebe Ninja. Also Ninja ist heute ist klasse. wild, ey. Ich habe das Gefühl, so eine Frage ist, ob das irgendwelche CPU-Probleme sind oder eigentlich. Es liegt, müsste an Ninja eigentlich liegen, gerade total. Weil Ninja spinnt bei mir, alles andere geht. Und ich war ja bei dir Ja, auch kurz weg und komisch. das Rad war bei dir auch mal kurz weg. Also Ninja hat gerade Ja. Probleme. Also, Ja, das ist natürlich solange man ärgerlich. Aber uns es sind nur nur hört, ist ja alles kleinere. gut. Das sind Ja. ja nur kleinere Dinge. Wenn man für so eine halbe Sekunde die Verbindung weg ist, mein Gott. Dann ist es so. Ja. Also, wollen wir reingehen ins nächste? Also, Perspektivenwechsel. Haben wir jetzt nicht so viel darüber zu erzählen, weil wir haben das ja selber auch nicht, noch nicht so wirklich viel gemacht. Ich gucke mich gerade so ein bisschen um, was ich noch machen kann, aber im Prinzip will ich auch wieder in die alte Schiene. Aber versetzt doch gerne mal in andere Leute rein, wie ihr es sehen. Wenn ihr es könnt. Kritisierung von Lastern durch andere.
Ich vermute mal, mit Lastern meinst du sowas wie Alkoholismus, was ja ein sehr großes Laster ist und nicht ein Laster. Alkohol, Rauchen, sowas. Es sind keine LKWs, ne. Genau, gut. Das sieht man, wenn wir das wieder auf schon, einer Wellenlänge sind. Nein, es geht schon um es geht schon um Drogen. Oder um, nicht unbedingt immer um Drogen oder um Angewohnheiten, die man hat, die von anderen kritisiert werden. Ja. Wenn man jeden Abend eine Tafel Schokolade isst, ist das ja auch ein Laster. Aber ich finde es immer sehr schwierig. Ich auch, ich sag auch immer. Erstmal bei euch selber, bevor ihr andere Leute kritisiert. Ja. Weil jeder hat sein Päckchen zu tragen. Als Raucher kennt man das ja. Da kriegt man dann plötzlich von der Seite so, und schmeckt's? Oder irgendwie so ein, muss das denn schon wieder sein? Ja, dieses, muss das schon wieder sein? Auch von meiner Frau oft. Ah, musst du schon wieder eine rauchen? Ich habe erst vor 3 Stunden eine geraucht. Entschuldigung. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was das war. Ja gut, aber das ist das ist dann aber auch so, ich mache mir Sorgen, dass du zu viel rauchst. Ja, das ist noch was anderes, aber es gibt auch einfach viele Punkte, die einfach nur sagen, viele sagen, was aber schon, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, ne? Ja, verpiss dich, du Hurensohn. Also, die gehen mir so auf den Klötzchen, die Leute. Meine Nichte geht mir damit auch auf den Nerv. Rauchen ist tödlich. Wie oft würde ich ihr gerne Kindern sagen, das Leben, wie oft würde ich ihr gerne sagen, das Leben ist auch tödlich. Ja, aber bei Kindern ist das nochmal was anderes. Ja, aber, und nein, es ist so. Kümmert dich um deine, also auch bei Kindern ich tatsächlich einer der Sachen. Ich habe teilweise fremde Leute, die mich auf der Straße anspreche, wenn ich mir eine Zigarette anzünde. Echt? Nicht in der Umgebung. Ja, hab ich schon gehabt. Irgendwie so eine mittelalte Frau. Sie wissen aber schon, dass das Rauchen gesundheitsschädlich ist, ne? Verpiss dich. Ich trete dich gleich weg, was soll das? Wer will es von mir? Wir kennen uns nicht. Das ist jetzt eher nur im Gegenteil. Hab mal eine Zigarette ausgedrückt, ne? Und dann in Aschenbecher, wie sie es gehört für normalen Raucher, kam ein älterer Herr, so, ne? Finde ich klasse, dass sie das da reinschweißen. Ja, danke. Das gehört dazu. Ich hab ja in der Regel meinen eigenen Aschenbecher dabei. Ich nicht, aber ich drehe die dann aus, ne? Den Tabak drehe ich dann raus. Und tu den Filter in meine Tasche, damit ich den dann spätestens zu Hause in meinen Aschenbecher tun kann und im Müll. Das Problem dabei ist immer, die Hose mufft dann immer so krass nach Zigarette, ne? Also nach Asche und so. Was besser funktioniert, du kennst doch diese einfachen Blechdosen, wo sonst irgendwie Kaugummis oder Minze-Dinger drin sind und so. Die kannst du super als Aschenbecher benutzen, weil die sind relativ luftdicht. Ich habe auch irgendwo einen Aschenbecher hier zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier ist oder unten. Als ich mit meiner Nichte im Freibad war, habe ich mir den einfach mitgenommen. Da kommt ein Deckel oben drauf. Hm. Ja, gut, das ist vielleicht ein bisschen groß, so für die Hosentasche, ne? Ab in eine Tüte, in einen Rucksack eingepackt. Und dann kannst du den auch, ne? Wie gesagt, diese Dosen finde ich halt sehr praktisch. Ich habe hier. Ich benutze hier, weil ich halt keinen Windaschenbecher hatte, als ich hier eingezogen bin. Und hier oben auf dem Balkon hat doch immer mal wieder ein bisschen Wind ist und alles. Ja. Da habe ich einfach eine Pull-Moll-Dose genommen als Aschenbecher. Ja, das kenne ich tatsächlich. Mittlerweile habe ich zwei. Anstatt einen neuen Aschenbecher habe ich eine neue Pull-Moll-Dose dazu gekriegt. Ich habe die alte aber trotzdem noch. Und da übe ich jetzt positive Kritik an dich. Finde ich klasse. Ja, es ist halt, wenn die Sachen da irgendwo rumfliegen oder so, manchmal ist der Wind halt auch einfach so heftig. Ich hatte eine Zeit lang, hatte ich mal die Dose halt oben auf Fensterbank liegen lassen, draußen. Und dann reichte ein Windstoß, dann war die weg. Ah, ja.
Ein paar Mal habe ich die unten vom Rasen gesammelt, weil ich nicht dran gedacht habe oder so. Und dann habe ich mir angewöhnt, die einfach immer wieder reinzustellen. Weil Deckel drauf, reinstellen, fertig. Da riechst du nichts. Das glaube ich dir. Oh nee, kritisieren generell immer sehr schwierig, vor allem wenn irgendjemand raucht, Alkohol trinkt. Überlegt erstmal, warum raucht er oder warum ist er extremer Alkoholiker oder überlegt erstmal, wieso, weshalb, warum und dann überlegt mal, was ihr für Laster habt und ob ihr möchtet, dass man über euch darüber kritisiert oder sogar lästert, weil lästern über Lastern von anderen ist auch so ein ganz, ganz rotes Tuch für mich. Ja, es ist also wirklich diese random Frau, die war jetzt auch nicht irgendwie im Zug vom Qualm oder so, die hat mich einfach so random angeschaut. Ich hab mir wirklich gedacht, verpiss dich, sonst trete ich dich weg, ey. Das war wirklich. Das hab ich noch nicht erlebt. Ich hätte, keine Ahnung, hatte ich vielleicht irgendwie einen schlechten Tag. Nicht, dass ich es wirklich tun würde, aber gedacht habe ich es. Die Gedanken sind frei. Wer noch nie. Sie hat auch gemerkt, dass ich böse Gedanken hatte. Wer noch nie böse Gedanken hatte, werfe den ersten Stein. Wer jetzt den ersten Stein wirft, ne, der kriegt von mir einen ganzen Bauklotz gegen den Kopf. Selbst als Kinder hatte man schon böse Gedanken. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ja, ich habe solche Situationen öfter gehabt. Also öfter ist jetzt nicht, dass es wirklich irgendwie jede Woche oder so aufgetreten ist, sondern immer mal wieder. Und ich hatte das auch irgendwo auf dem Schützenfest. Waren wir dann im Zelt und irgendwann wurde halt auch im Zelt geraucht. War dann egal. Hat keinen gejuckt. Bis auf diesen einen Dude, der mich dann irgendwie darauf angesprochen hat. Muss das sein, hier jetzt zu rauchen? Ja. Oder kannst du mal einen geraden Satz formulieren? Okay, erstmal vor deiner eigenen Haustür. Das habe ich ihm auch so gesagt. Weil ich ein bisschen wusste, was bei dem so im Magen ist. Wenn wir schon beim Rauchen auch plötzlich sind, ganz ruhig. Waldbühne, Theater, ne? Wird noch extra. Waldbühne. Ja, Waldbühne ist so ein Theater, wird extra noch vor der Show gesagt. Bitte rauchen Sie nicht auf der Waldbühne oder auf dem Gelände, gehen Sie runter in die gekennzeichneten Zonen. Wir haben da Aschenbecher. Weißt du, ich zur Pause, Zigarette gedreht im Mund, gehe runter. Auf den Weg zu diesem Aschenbecher, wo vier Leute standen, habe ich fünf Leute jeweils separat gesehen, die da rauchen. Im Sommer, wo es nicht geregnet hat, wo alles trocken ist. Und da kritisiere ich die Leute, die Raucher tatsächlich. Und das ist wirklich der einzige Punkt, wo ich sie kritisiere und denke mir, sagt mal, seid ihr bescheuert? Wenn ihr rauchen müsst, dann geht wenigstens runter. Ja gut, wegen Brandgefahr und so, ne? Ja. Ja, da ist dann. Und um andere Gäste, die nicht Raucher sind und dann zum Beispiel ein Foto so deswegen, bei der Skulptur, die da steht, ein Foto zu machen. Ne. Schön ganzen Weg voll quarzen. Ich hatte das auch mal, es ist ja irgendwann, haben die ja gesagt, hier rauchfreie Bahnhöfe und so ein Scheiß. Oh. Irgend so ein Hinterwäldler-Bahnhof, irgendwo mitten in den Karpaten, auf dem ganzen Bahnsteig sind vier Leute und ich hätte 200 Meter oder 100 Meter in die eine Richtung laufen müssen, mich in dieses Viereck stellen müssen. Ja. Und ich hatte aber keine Lust aufzustehen und habe dann einfach geraucht, wo ich halt saß, wo keine andere Person war in irgendwie unmittelbarer Nähe. Also die nächste Person war irgendwie so 50 Meter weg oder so. Mhm. Die dann aber auch zu mir gekommen ist. Nee, Durchsage, sowas gibt's nicht. Das juckt ihn von der Bahn überhaupt nicht.
Nein, diese Person, gefeiert. Die 50 Meter weiter weg stand, kam dann zu mir hin und sagte, sie dürfen hier nicht rauchen. Konkurrentenkacker. Ich so, warum? Warum sollte ich hier nicht rauchen dürfen? Hier ist nichts, hier ist keine Brandgefahr, nichts. So, es ist hier offen. Es ist keine geschlossene Halle oder irgendwas. Was wollen Sie es mir? Sie belästigen ja aber die anderen Fahrgäste. Sag mal, brennst du? Du bist gerade hier, da ist ein bisschen die Hutschnur geblasen. Du bist gerade 50 Meter zu mir hingelaufen, um mich zu belästigen, weil ich rauche. So, wer belästigt hier jetzt wen? Was wäre das hier? Also, das kann aber nicht sein, hier bodenlose Frechheit, diese Jugend von heute. Schieb ab. Hab ehrlich original gesagt, schieb ab. Geh mir nicht auf die Klötze. So, also, was soll das? Das sind wieder diese typischen Kurrentenkacker. Ja, ich kann verstehen, und dass er sich denkt, muss der jetzt rauchen? Hier, da gibt's eine Zone. Hätte er dich freundlich darauf hingewiesen, ne? Ich möchte ja nicht, aber da hinten ist eine Zone. Es ist vom Gesetz her vorgesehen. Da hätte ich ja noch so verstanden, aber dieses... Es ist nicht vom Gesetz her vorgesehen. Das ist halt von Dingens... Von Hausordnung. Dem Bahnhof random zugesetzt. Ist eine Hausordnung vom Bahnhof. Ja, es ist so eine Hausordnung, ja. Das stimmt. Gut. Das Geilste ist... Da hätte ich ja noch verstanden, ja noch... aber dieses... sie belästigen andere Fahrgäste. Welche andere Fahrgäste? Der auf mich zukommt extra, um meinen Zigarettenrauch einzuatmen? Oder die sowieso ja, genau am so anderen Ende des Bahnsteigs stehen? Es hat niemanden gejuckt. Also wirklich niemanden. Und ich saß ja abseits, nicht da irgendwo beim Eingang oder so. Ich saß ja wirklich abseits von allen. Und da juckt mich das nicht. Wenn jetzt jemand in der Bahnhofshalle, wo ja zwar Durchzug herrscht, aber ja, trotz allem, da sollte man nicht unbedingt rauchen. Wenn ich aber zum Beispiel auch in Osnabrück am Bahnhof stehe, da ist die Bahnhofshalle, da rauche ich nicht. Da gehe ich 200-300 Meter in die andere Richtung und rauche da, auch wenn es ein komplett rauchfreier Bahnhof ist. Und da gibt es keine gelben Vierecke. Scheiße. Weil das in der Theorie halt irgendwie auch alles zu innenliegend gehört und so weiter. Aber auch diese 200 Meter Bahnsteig, die draußen sind. Und wenn ich da niemanden belästige, dann kann ich da auch rauchen. Was übrigens noch dazugehört zu der Story. Der Zug kam. Der hatte noch ein paar Minuten Aufenthalt. Und ist dann erst weitergefahren. Bahnmitarbeiter sind ausgestiegen. Und haben alle geraucht. Die sind einen Meter von der Tür vom Dings gewesen. Ja. Und haben sich direkt Zigarette angesteckt. Und die sind auch, wenn wir da jetzt noch hinten hinheizen müssen und wieder zurück und alles, das ist doch kacke. Ja. Und da ist halt auch nichts. Also da ist auch niemand gestört worden oder so. Selbst in Osnabrück, an dem komplett rauchfreien Bahnhof, haben die das genau so gemacht. Aber das war schon gut, habe ich nochmal angeguckt und dann habe ich nur so rübergenickt zu den anderen. Ja, wollen Sie die auch noch kritisieren? Ja. Das hat sich War die Frankfurt, sauer, ey. Als ich auf dem Weg zu Black Lady war, bin ich in Frankfurt, glaube ich, umgestiegen. Ich meine, es war Frankfurt. War auch einer, der ist kurz aus dem Zug gesprungen, ne, waren vielleicht 3-4 Minuten Aufenthalt, hat sich die Zigarette angezündet. Oder war es sogar Kassel? Ich glaube, nee, Kassel war es, das weiß ich. War auf dem Weg zu meiner Mutter, nicht Jesse. Einer rausgejumpt, hat sich eine Zigarette angezündet, 4-5 Mal gezogen, hingeschmissen, ausgemacht, wieder reingejumpt. Da dachte ich auch so. Wegen diesem Hinschmeißen, Austreten, reinjumpen, weißt du? Das war der einzige Punkt, wo ich ihn kritisieren würde und sagen würde, das muss nicht sein. Ja. Aber es gibt immer irgendwo hat der Zug immer irgendwie ein bisschen mehr Aufenthalt. Du bist nie länger als 2 Stunden unterwegs durchgehend. Ja. Du hast irgendwie so einen One-Way-ICE, der
komplett durchballert von, keine Ahnung, von München. Oh, kennst du noch die Regio? Aber die brauchen ja auch nicht von damals. In den, jetzt lass mich lügen, 90ern gab es die noch, Anfang 2000er glaube ich auch. Da hast du hinten noch extra einen Waggon für Raucher. Ach so, ja, das habe ich irgendwo noch mitgekriegt, aber den konnte ich nie selber nutzen. Ich habe den immer genutzt. Ja, ich bin da nie viel Zug gefahren. Ich habe den immer genutzt. Ich finde das auch nicht schlimm, dass es sowas nicht mehr gibt. Also. Das Geilste war ja meistens hinter dem Dings, hinter dem Bordrestaurant. Ja. Das fand ich so absurd. So, du machst die Tür auf, alles stinkt. So die ersten paar Leute, die dann da sitzen mit ihrem Kaffee und so, sind komplett zugepestet. Ich glaube, einerseits schade, aber andererseits bin ich auch froh, ne? Dass es keine Raucherwaggons und sowas mehr gibt. Ich glaube, ich bin nur froh. Einerseits denke ich mir so, wenn du wirklich jetzt von Berlin nach München fährst, ne, und auch am Arbeiten bist, und dann... Ja, gut, okay. Ich glaube, da ist so ein Extra-Waggon. Das Problem ist, das wird... dieses ganze Zeug zieht halt immer überall rein, ja, in die Polster und die Wände sind immer schmatterig und alles. Das ist alles Kacke. Muss ja quasi da jeden Tag richtig durchputzen, sonst kannst du das vergessen. Ja. Und die Ressource muss halt auch immer erstmal haben. Ja. Und glaub mir, das ist früher nicht passiert. Dass die da das ist definitiv nicht so. Wir sind vielleicht mal einmal eine Woche wirklich, wirklich geputzt. Das hast du doch schon an dem Kaugummi. Ja, gut, halt Müll einmal leeren und so weiter. Das hast du doch schon an dem Kaugummi im Aschenbecher gemerkt. Ja. Du meinst die Steine. Die du davor 5 Tagen reingemacht hast. Ja, gut. Wie gesagt, bevor ihr irgendjemanden kritisiert aufgrund seines Verhaltens oder aufgrund von Sachen, die er macht, fragt euch erstmal, warum macht er es? Ist es wirklich kritikwürdig? Wenn jemanden umbringt, ist es definitiv kritikwürdig. Davon das würde ich auch nicht mehr als Laster abtun, sondern als Fehlverhalten. Ja. Wobei... es gibt auch seelische Laster, die einen dazu, ne? Es ist trotzdem noch ein Fehlverhalten. Es ist natürlich ein Fehlverhalten, ja, oder nichts, was man definitiv schönreden kann. Aber ich sag nur, auch bei jemandem, der jemanden geschlagen hat oder sonst was, da kann auch ein seelisches Laster dahinter stehen. Ja, natürlich kann, aber muss ich nicht tolerieren. Wenn ich erst eine ganze Krankengeschichte haben muss, damit ich merke, damit ich nicht mehr finde, du bist ein riesen Arschloch, dann ist das irgendwie der falsche Weg. Weil du verhältst dich ja immer noch wie ein riesen Arschloch. Muss ich nämlich nicht mit abgeben. Ja. Auch wenn du dafür Gründe hast, ein riesen Arschloch zu sein. Ist mir egal, du bist ein riesen Arschloch, also fertig. Ja. Ich stelle mir das gerade mal so vor, wie gesagt, von durch diese Medizinakte. Ja, ja. Ach, darum bist du ein riesen Arschloch. Ja. Du bleibst aber trotzdem noch ein Arschloch. Also. Ändert das was? Nein, du bist trotzdem ein Arschloch. Aber ist sehr interessant, muss ich sagen. Genau. Sehr interessant. Leichte Lektüre fürs Klo. Nee, wenn die Leute ihr Verhalten mit irgendwelchen, also ihr schlechtes Verhalten, nicht ihr grundsätzliches Verhalten,
sondern ihr schlechtes Verhalten damit begründen oder sich rausreden, dass es ja nur so ist, weil XYZ, ne? Ich rede ja noch nicht mal von denen, ich rede sogar teilweise auch von denen, die gar nicht wissen, dass sie psychisch ein Problem haben. Ja, gut. Oder vom Gehirn her ein Problem haben. Gibt es auch, dass im Gehirn einen Tumor haben und genau deswegen gerade diese Tat oder diese Aktion durchgeführt haben. Ja, selten, das gibt sehr es, selten, aber gibt es. Muss ich, ist aber nicht unbedingt das... Es soll keine Ausrede sein. Fachkompetenz zu, das genau irgendwie zu beurteilen, das müssen Gerichte machen und Ärzte. Und das juckt mich nicht. Ganz einfach. Da habe ich nichts mehr am Hut. Ja, das stimmt. Ich sage immer, guckt erstmal und überlegt, warum, wieso, weshalb. Und dann könnt ihr euch ein Urteil bilden. Ja, also bei dem Thema, wenn man und andere Leute für irgendwelche Dinge kritisiert, schaut vielleicht erstmal nach euch selber. Was macht ihr? Braucht ihr wirklich jeden Morgen einen Kaffee, um überhaupt lebensfähig zu sein? Kennst du diese Leute, die früher mal geraucht haben, dann aber es geschafft haben, aufzuhören und sich jetzt so erhaben fühlen? Anderen Hör Leuten, doch auf zu rauchen, ich hab's auch geschafft. Boah, ja, schön, dass du es geschafft hast. Ja. Freut mich für dich. Ich möchte es gerade gar nicht schaffen. Ich habe auch einfach eine super Ausrede, dass ich rauche. Also, ist eine Kombi-Ausrede. Ich bin süchtig und ich habe psychische Probleme. Aber Sau. Meine Ausrede ist auch nicht schlecht. Ich rauche seit 27 Jahren. Warum sollte ich jetzt aufhören? Wie alt bist du denn? Ich habe 37. Ich hab genau heute Einjähriges. Ah. Ich habe seit genau einem Jahr nichts getrunken. Respekt auf ein weiteres Jahr. Also nichts Alkoholisches. Davon bin ich ausgegangen, dass du das meintest. Ja, danke auch. Ich ertappe mich ja teilweise selber auch mal dabei, wie ich Leuten etwas sagen will zu bestimmten Dingen, weil ich bestimmte, was weiß ich, Verhaltensweisen oder halt auch Suchtmuster und so weiter schon abgelegt habe. Allerdings denke ich da nochmal kurz drüber nach, was ich denen gerade sagen will. Und will ich das denen sagen, um denen zu helfen oder um mich selbst zu profilieren? Das ist auch mal so ein wichtiger Punkt. Und wenn es das zweite ist, dann halt einfach. Ja, damit ist dem anderen nicht geholfen. Definitiv nicht. Genau. Ja, wenn ihr mit Tipps und Ratschlägen helfen wollt, okay. Wenn derjenige aber keine Hilfe will dazu, dann lasst denjenigen auch in Ruhe, wenn er euch damit. Ja. Ganz wichtiger Punkt. Du kannst auch keinen Leuten helfen, die keine Hilfe wollen. So sieht's aus. Das wäre ja noch schöner. Du kannst nichts erzwingen. Das wäre furchtbar. Ja, das ist schön einfach. Wenn man Leuten helfen könnte, also wirklich helfen könnte, auch wenn die sich nicht helfen lassen wollen. Ich glaube, das würden viele ausnutzen auch. Ich hab dir jetzt geholfen, jetzt bist du mir was schuldig. Ja, solche Leute, die aufrechnen, die können mir mal gestohlen bleiben. Das, ich glaube, das wäre dann eine große Ausnutzung.
das Potenzial, dieses, ich habe dir ja geholfen, wolltest. Dann kannst du immer sagen, du, ich habe dich da nicht drum gebeten, verpiss dich. Wenn dir geholfen, wenn man einem wirklich helfen kann, auch wenn er es nicht will und ihm ist damit geholfen. Ich glaube, es... Ja, aber dann kannst du immer noch sagen, ich habe dich ja nicht drum gebeten, du hast mir das aufgezwungen. Natürlich kannst du das sagen, Art. Es ist jetzt, es gibt ja genug Sachen, wo ich habe dir ja geholfen. Gibt es ja heutzutage auch schon. Ich habe dir ja geholfen, einen Therapieplatz zu finden und sowas. Jetzt bist du mir was schuldig. Und so weiter, weißt du, die zwar in kleinen Teilen geben und einen das so ein bisschen aufzwingt, den Therapieplatz zum Beispiel, und dann aber auch sehr viel nehmen dafür. Weil diese Person sich dann ja nicht wirklich wehren kann. Es gibt Leute, die sich nicht wehren, dann, wenn ihnen was gegeben wird oder ihnen geholfen wird. Alles Assis einfach abschießen. Das sind wir einer Meinung. Wenn ihr den Leuten das nicht direkt sagen könnt, dann ghostet die, whatever. Ist mir völlig egal bei solchen Leuten. Das sind wir einer Meinung tatsächlich. Ja, ich bin immer Befürworter des klaren Worts. Ja. Ja, also, wenigstens eben einmal sagt, Junge, du tust mir nicht gut, du gehst mir tierisch auf Klötze und dir geht's nur um deinen eigenen Kram. Lass mich mit der Scheiße in Ruhe und schönes Leben noch. So, dann ist klar gesagt. Und wenn die Leute das dann nicht einsehen, dann kannst du die immer noch ghosten. Ja. Oder blockieren oder whatever. Natürlich auch, ein persönliches Gespräch ist auch immer schöner. Also ein Vier-Augen-Gespräch halt. Ja. Aber kann man auch nicht immer. Dann hast du, wenn die gegenüberliegende Seite mal so ein bisschen manipulativ unterwegs ist, dann würde ich es vielleicht doch einfach in Textform machen. Nur damit der andere Bescheid weiß. Na, der andere braucht nur Bescheid wissen. Der Rest ist. Das ist ein Problem. Ich glaube, man muss sich halt auch irgendwo schützen. Aber gut. Wir sind ja mit dem Thema ziemlich durch, ne? Ja, wir sind es auch so durch mit der heutigen Folge, wenn ich das richtig sehe. Ach, du hast keine Zeit mehr? Ich hätte noch ein bisschen Zeit, würde tatsächlich aber auch mit dir dann ein bisschen Dungeon noch. Ja, das lasse ich heute. Was lässt du heute? Ich meine, naja. Aber wie stehst du zu Überraschungen? Es kommt drauf an. Sagen wir mal Content-Überraschung. Ich hatte nämlich letztens eine fixe Idee, was man auch genau hier machen könnte. Gut, was heißt Idee? Ich habe sie ist auch einfach geklaut. Oder was heißt geklaut oder nachgemacht? Übernommen. Ja, genau. Ganz frech. Ja. Hier mit zu tun hat und es eine positive Überraschung ist, im Sinne von, was weiß ich, so. Akani, du brauchst dir keine Gedanken machen. Ich habe die Gäste gefunden für die nächsten 6 Sitzungen. Lass dich überraschen. Nee. Okay. Kennst du Gemischtes Hack? Im Podcast. Ich wollte gerade sagen, esse ich gerne. Nee, kenne ich leider nicht. Die haben in fast jeder Folge haben die eine Kategorie 5 schnelle Fragen an und dann sucht immer der eine Fragen raus für den anderen, aber beide beantworten die. Das ist einfach um noch mehr auch einfach über den anderen kennenzulernen und auch
Manchmal entstehen auch ganz witzige Situationen dadurch. Dass einfach die Meinungen doch so stark auseinandergehen. Und ich habe gedacht, also die Fragen existieren halt jetzt schon. Ich habe mir jetzt keine eigenen ausgedacht. Und ich habe gedacht, das kann man ja vielleicht mal machen. Wenn wir gerade eh das Rad haben, wo wir eh über alles reden, dann kann man ja Das auch ist in meine 5 schnelle Fragen Überraschung. an Meine einen Frau stellen. hat gerade geklingelt und die Überraschung nehme ich gerne an. Na gut. Ich stelle da mal kurz um hier. Und wir müssen kurz warten. Auf der Kami. Ja. Das sieht jetzt gerade ein bisschen cursed aus, weil das nicht gut so geschnitten ist. Aber es wird gleich besser. Keine Angst, Leute. Ja. Dann mache ich mal kurz einen dahin. Wo ist er denn jetzt da? Ich habe gerade kurze Notiz gemacht für den Schnitt, dass wir den Part halt rausnehmen. Jetzt und da kommt daher wieder. Ach so, jetzt bin ich überrascht. Ja, wunderbar. Ich klicke halt jetzt hier einfach auf Zufall Ja. und dann sollte das bei dir auch passen. So. Also Frage 1 von 5. Ja. Auf welches Konzert würdest du gern gehen? Santiano. Tja, aber mir wäre es, glaube ich, Hatebreed nochmal. Es war einfach so eine geile Erfahrung, da mit der Gasmaske im strömenden Regen und mit dem verletzten Arm und so. Das hört sich jetzt ein bisschen schlimm an, aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch tierische Schmerzen, aber es war einfach ein geiles Erlebnis. Ich hatte mir ja auf dem Festival den kompletten Unterarm verbrannt in einem Grill. Und dann hatte ich ja noch wurde mir ja die Haut abgezogen und so weiter. Und einen Tag später war dann, das war alles noch so ein bisschen am Eiter, noch ein bisschen, da kennt man ja. Halt, mehr mit Wundsekret und so weiter, das musste halt jeden Tag zweimal verbunden werden, neu und so. Und damit war ich dann halt direkt vorne im Wellenbrecher bei Hatebreed, bei strömenden Regen mit der Gasmaske und voll reingemoscht. Und das war so die ersten ein, zwei Schläge gegen den Arm taten noch recht stark weh, das hat man noch recht stark gemerkt. Wurde dann aber ja, mehr einfach ein konstanter Schmerz, der dann einfach da war. Ihr könnt Lustig. auf YouTube dann übrigens auch mitmachen. Dann einfach mal sagen, auf welches Konzert ihr gerne gehen würdet. Und die nächsten Fragen könnt ihr auch gerne beantworten. Wieso schließt du die anderen aus? Kann man auf Spotify auch antworten? Wir haben Kommentare drin, ja. Ja, dann könnt ihr Es auch gerne müsste auf gehen. Spotify. Ich hab's noch nicht getestet. Dann könnt ihr natürlich auch gerne da Kommentare lassen. Auf YouTube weiß ich es hundertprozentig, dass das geht, also. Ja, doch, es müsste gehen. Ja, und Und die wie Leute gesagt, im Chat können natürlich nochmal, auch mitmachen. Props nochmal gemischtes Hack, von denen die Fragen auch kommen. Diese Fragen hat sich jetzt zum Beispiel Felix ausgedacht in Folge 78 von 2019 ist die. Die machen ja auch schon ewig. Würde ich auch sagen, 2019, das heißt 5 Jahre, mal angenommen, die Das war bringen das Folge 78, die haben wöchentlich, das heißt, die sind. Ich weiß nicht genau, wann 2019 war, 2017 auf die sind jeden Fall. 2018 oder 2017 angefangen. 2017 auf jeden Fall, würde ich sagen, wöchentlich. Ja, wenn das halt Ende 2019 war, Stimmt, ja, stimmt. dann sind die 2018 angefangen. Wenn das 2018, ja. Anfang war, dann sind die 2017 angefangen. Ich weiß es nicht genau. Ah. Ich könnte jetzt nachgucken, aber ich habe keine Lust.
Auf jeden Fall guter Podcast, nicht umsonst. Ich glaube, der meistgehörte Podcast Deutschlands auf jeden Fall. Muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ja, da kann man auch überall so quer einsteigen. Also ich höre auch noch Folgen nach, weil ich hänge ein bisschen hinterher. Ich bin irgendwo bei Folge 180 oder so. Die sind bei 260 oder 270. Nur ganz so. Kleines bisschen. Ja, ich habe halt irgendwann, ich war up to date und dann hatte ich halt mit Porn ja noch angefangen. Rimmisau, Horizon, Baby Metal, Ed Sheeran, Adele und noch viele mehr. Ja gut, nur keine Zeit. Ja, was ist so das, was wäre dir am liebsten? Adele? Ich meine, es gibt noch, Adele. Es gibt junge Leute, die Adele hören. Das wäre eher was für Alte, oder? Adele ist eher Menschen, doch was ja, für das ist natürlich auch ein Problem, wenn halt Menschen sind anstrengend, ja. Das verstehe ich. Ja. Sehr anstrengend. Bin echt gespannt auf die nächsten Fragen. Das ist auch so ein. Nee, das sage ich jetzt nicht, sonst verscherze ich mir was mit Leuten. Es gibt einfach Musik, die ich nicht verstehe, so. Und warum da Musik so ist Kunst und Kunst ist Ansichtssache. Ja, natürlich, natürlich. Ist das Kunst oder kann das weg? Ne? Ja, genau. Oh, dann kommen wir nochmal rein in die nächste. Und ändert sich denn jetzt die Farbe und das Tracing? Ach, das ist doch scheiße. Das ist von Tommy? Ja, es sind jetzt 5 Random-Fragen, genau. Die Frage ist jetzt von Tommy aus 2022. Ich dachte, man kriegt genau die 5 hintereinander. Aber gut, da habe ich irgendwie okay. Falsch gemacht. Was ist aktuell das Kindischste an dir? Das Kindischste? Oh, das ist eine schwere Frage. Kindische. Boah, was ist das denn bei mir? Das ist eine richtig schwere Frage. Wie ich Lollis esse? Ich glaube, das ist... Wie isst du denn Lollis? Genauso wie ob ich jetzt 6 oder 36 bin. Ich esse immer noch Lollis genau gleich. Oder richtig so drin rumlecken und so. Scheiß drauf, was andere Leute von mir denken. So. Ist echt das Kindischste an dir, okay? Ich glaube. Vielleicht gibt's noch was. Ich glaube, mein Verhalten unter Freunden ist bei mir so das Kindischste. Weil dieses Lustige, was ich an den Tag lege, stößt vielen als auch auf als Seite und nicht so kindisch, sei mal ein bisschen ernster. Ich glaube, das ist so das Kindischste aktuell, aber das wird auch immer bei mir so das Kindischste sein. Ja, spiele ich noch mit meinem Plüschtier und mit meiner Frau, habe ein Plüschtier in der Hand und sage, ja du, hallo. Ja, ich glaube, so das wirklich Kindischste an mir aktuell ist wirklich mein Lebensstil an sich. Ja, ich glaube, vielleicht ist es bei mir auch doch mein teilweise etwas kindlicher Humor. Der Bezug zu Röpsern zum Beispiel, die sind immer witzig. Find ich immer witzig und Penis auch. Kann ich immer drüber lachen. Ja, das würde ich bei dir so unterschreiben. Vielleicht ist das besser. Das würde ich bei dir so unterschreiben, definitiv. Er hat doch hier was Dummes gemacht, merke ich gerade. Ah.
So. Ja, ich muss hier ein bisschen schieben, damit das bei uns ins Overlay auch vernünftig passt. Du und dein Penis hier. Aber nun, also für die Frauen da draußen, ihr kennt das nicht. Aber Ich glaube, die Frauen kennen auch Penisse, glaub mir mal. ja, aber nicht so. Wenn ihr früh morgens aufwacht und ihr schaut an euch runter und denkt, jo, du siehst heute wieder ganz schön bescheuert aus. Aber das ist halt ein unirrigierter Penis, sieht immer lustig aus. Also auf jeden Fall meiner. Ich weiß nicht, wie das bei euren ist, aber die haben immer sowas, haben da so ein bisschen was Nacktmole-artiges. Oder halt einfach auch so traurig, wie so ein alter Mann, so hängt so runter. Oder wie so ein Buckel, da, so, weißt du? So, und es ist witzig. Also, Akani freut sich. Ich Man, glaube, manchmal, manchmal ja, sieht er auch ein bisschen, es manchmal sieht er auch ein bisschen anders aus. Also, es ist halt so, je nach Tagesform und natürlich Beleuchtung. Ja. kleiner oder Also, größer. Leute, die viele Fotos machen, die wissen, dass Beleuchtung ist Key. Okay, jetzt kommt meine kindische Seite übrigens zum Vorschein. Ich habe gerade Bilder im Kopf, wie Xafron vor dem Spiegel steht und Fotos von sich macht. Und nee, ich muss, die Beleuchtung ist besser. Ah nee, doch die. Oh ja, da hatte ich auch mal ein FSK 18 Video geschickt gekriegt. Ja, es war eine coole Sache. So, das war extra so für mich aufgenommen. Das hatte mich sehr beeindruckt. Aber diese Beleuchtung, die war so gut, das sah so clean aus. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Vor allem, ich musste auch nachfragen wegen der Beleuchtung. Das war krass. Ich stelle mir das gerade vor, ist so eine Frau mit dir richtig so schön am Flirten, ne? Und schickt erstmal Bilder von sich. Du sitzt da und sagst ihr nur Kompliment. Oh, danke. Wie hast denn das hingekriegt? Ja, alles Die Beleuchtung ist natürlich. ja crazy. Nee, siehst du, alles natürlich. Echt? Ich hätte schwören können, das wäre die und die Beleuchtung. Ja, aber so bin ich halt. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wir wollen ja irgendwann noch fertig werden. Tacker oder Locher? Ich benutze mehr Locher als Tacker. Das geht gar nicht. Ich glaube, es kommt auf die Situation an, bei mir. Wenn ich schnell irgendwas zusammen haben will, damit das eine Einheit bleibt, für den Tag oder für die Arbeitszeit, wo ich es benutze, würde ich halt immer einen Tacker nehmen. Weil, wenn du ein Locher benutzt, dann musst du es halt vernünftig wegsortieren. So. Ja. Aber wenn ich was so richtig vernünftig wegsortieren will, dann ist natürlich noch einmal besser, weil ich dann das dann in die Aktenordner packen kann und so. Aber Natürlich situationsabhängig, aber prinzipiell benutze ich mehr den Locher, definitiv mehr den Locher als oh. den Tacker. Das ist auch interessant. Mel sagt, das ist für sie ist Tacker ist auch eine gute Waffe. Da kommt es drauf an. Da kommt es drauf an, ja, willst du jemanden we bewerfen oder willst du jemanden nur Schmerzen richtig zufügen, indem du Klammern reinhaust? Ja, die Klammern musst du halt auch erstmal reinkriegen, da brauchst du richtig Kraft für. So ein Da Locher würde ist ich eher aber den Locher. schwerer und als Schlagwaffe ist es dann halt, ich glaube, als Waffe finde ich ein Locher besser.
Weil der ist halt schwerer. Ja. Und der. Weil ein Tacker handlicher sein kann. Ja, aber musst du halt trotzdem irgendwie dann treffen und die Tackernadeln ja. da irgendwie in den Körper reinkriegen, damit das auch, ja, wann will ich es am Weg, natürlich. Nur jetzt sagen wir mal, in einer Angriffssituation, du bist angegriffen. Wenn du einen mit dem Locher einen über den Schädel ziehst, das kriegt man eher hin als mit dem Tacker. Da wirst du ja bekloppt bei. Bleib mal kurz stehen. Ja, warte, geht natürlich nicht auch, aber ich glaube, ein Locher ist effektiver. Ja, glaube ich auch. Also als Waffe. Auch bei einer Zombie-Apokalypse. Definitiv ein Locher. Ja. Oh, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Die Leute zerschmettern ja oft Köpfe, um dann, ne, Zombies tot und so. Das Problem ist ja, man infiziert sich ja automatisch, wenn man keinen Atemschutz trägt. Nein, weil, nur wenn man gebissen wird. Naja, durch das, durch, wenn du einen Kopf zertrümmerst, entsteht immer Sprühnebel an Blut und so weiter und da sind ja die ganzen infektiösen Stoffe drin. Hast du nie Filme gesehen, die total unlogisch sind, was das betrifft? Doch, ich hab auch schon Filme gesehen, die in der Hinsicht logisch sind. Nee, echt? Das gibt's? Ja, das gibt es. Wow. Oder die es halt auch einfach ein bisschen anders erklären, dass halt, dass man sowieso, das ist ja zum Beispiel bei The Walking Dead, ist man ja sowieso infiziert mit diesem Virus, dass man zum Zombie wird. Ja, deswegen, wenn man random stirbt, dann wird man ja auch zum Zombie. Aber durch diesen Biss der Zombies wird halt so eine infektiöse Krankheit befällt dich dann ja und mit Fieber und hast du nicht gesehen und dann verreckst du da dran. Nicht an dem Zombie-Virus. Ja. Das ist halt ein Unterschied. Wenn du da natürlich ein bisschen Blut von einem Zombie abkriegst, hängst du natürlich, ist das nicht wie dieser Speichelteppich von einem Komodo-Varan. Ja. Ja, das Blut ist ja auch von einem Komodo-Varan ist ja auch nicht so schädlich wie der Speichel. Da macht das dann schon wieder eher Sinn, aber wenn sowas wirklich mal ausbrechen würde, Abstand, Leute. Jetzt haben wir zu Corona gelernt, Abstand halten. Einige Länder konnten es schon vorher, die haben es erst durch Corona gelernt. Mhm. Aber doch, ich bin, also als Waffe finde ich Locher. Ja. Es sei denn natürlich, man hat einen automatischen oder einen Druckluft-Tacker mit langen Nadeln. Langen Klammern meine ich. Dann ist der Tacker wieder besser, aber der Feldwald- und Wiesentacker verliert immer gegen den Loch. Wir gehen mal einfach von normalen Büroartikeln aus. Mhm. Ja, das war so ein Wandtacker, Trunk. So, wo du normalerweise halt irgendwie Dachlatten auf eine Banks nagelst. Das ist ja ähnlich wie eine Nagelpistole. Eher? Es gibt das auch als Tacker. Ah. Ja, ich habe letztens noch so ein Schild fertig gemacht für ein, war das ein 60. Geburtstag, glaube ich? Oder 70. Keine Ahnung. Und da haben wir halt das Grünzeug einfach draufgetackert. Mit so einem Druckluft-Tacker. Ja, da kann dann halt noch so Efeu und so dran, ob da ein bisschen mehr dran ist. Ja, gut. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage. Ja, gut, du hast nicht gecheckt, du sollst vorlesen. Achso, hast du jemals ein Rasenmäher bedient? Ich war gerade so in meinem geistigen Auge, um die Jahre zurückgehen. Habe ich jemals Rasenmäher bedient? Hast du schon mal Rasen gemäht? Das ist gerade die Frage, die ich mich stelle.
Warte, was? Ja, in den letzten 20 Jahren definitiv nicht. Okay. Ich überlege gerade, ob ich in meiner Jugend und in meiner frühen Kindheit Rasen gemäht habe. Mel mag zum Beispiel die Rasenmähertraktoren eher. Ich finde die für kleinere, also für große Grundstücke natürlich, okay. Aber für kleinere Grundstücke sind die eher hinderlich, bis man dann so weit kommt und so weiter. Muss die Ecken irgendwie dann nachmähen, weil du nicht ganz in diese Ecken reinkommst. Da kannst du besser so mit einem normalen Rasenmäher immer rein. Also ich habe sowohl Traktor als auch Benzin, elektrisch, Hand, also Handrasenmäher. Kennst du diese, die man schiebt und dann hast du so eine Welle, die dreht. Ja. Ja, und dann schlitzt sie alles weg. Bleibt alles liegen, muss hinterher nochmal abhaken. Ist ein bisschen doof, aber habe ich alles. Meine Antwort übrigens lautet ja. In meiner Jugend habe ich mal Rasen gemäht. Ich erinnere mich dran. Mit so einem ganz normalen. Aber es ist erstaunlich, dass du, also mein letztes Mal Rasenmähen ist 4 Jahre her. Ich wohne halt nur, wo man Rasen mähen muss. Den großen Garten macht immer mein Schwiegervater, den gehört auch der Garten, mit dem Rasenmäher tatsächlich. Der hat einen extra Anhänger und ein Traktorengerät irgendwie dafür gebaut, mit dem fährt er auf dem Gehweg und dann fährt er runter zum Garten, ne? Aber auf das Ding traue ich mich aus Respekt nicht drauf, weil ich, oder aus Angst, weil ich irgendwas kaputt machen könnte. Traue ich mich da nicht drauf. Weil du einfach nicht das Gefühl für die Maschine hast. Ja. Ich weiß genau, das würde, er wäre es 1000-mal schneller, wenn er es selber machen würde, erstmal. Und zweitens, ich habe nicht das Gefühl, ich habe nicht so Gefühl für so elektronische Maschinen. Heckenschere, okay, gib mir eine Heckenschere in die Hand, ich mache dir die Hecke gerade, kein Ding, ne? Auch mit einer elektronischen. Ein Baum fällen mit einer Kettensäge, nee. Ja, das musst du auch gelernt haben, dass du das richtig machst. Viele Leute machen es falsch und dann hast du plötzlich den Baum auf dem Haus liegen. Ja. Ja. Nee, ich musste tatsächlich nie Rasen mähen. Einmal habe ich es gemacht, das war aber in meiner wirklich sehr frühen Jugend bzw. Kindheit. Aber sonst musste ich es nie machen, weil entweder ein Hausmeister da war oder wir gar keinen Rasen hatten. Ja gut, okay. Für mich ist sowas halt... Dann habe ich so ja das erste Mal Rasen gemäht. Keine Ahnung. Mit 7 oder so? Also das gehörte immer dazu. Wir hatten immer irgendwie Rasenfläche und die musste gemäht werden. Ja, zur Grundschulzeit habe ich das nochmal aus Spaß gemacht. War auch selten. Und später war es halt dann meine Aufgabe, also meine Haushaltsaufgabe, Rasen mähen. Ja. Boah, habe ich das oft nicht gemacht. Aber ich jetzt auch wenn der Rasenmäher irgendwas hatte, so, dann musste ich da erstmal nachgucken. Also, hast du gedacht, der springt nicht an, okay, was ist los? Ich habe auch schon da gesessen, habe den Rasenmäher erstmal auseinandergenommen, um den dann wieder zusammenzusetzen, damit er dann wieder funktioniert. Also da hatte ich nie Probleme mit. Bei meinem Mofa musste ich das öfter machen. Weil das wurde so mit der Zeit immer langsamer. Ich hatte wohl auch teilweise nicht das richtige Gemisch, weil das war nur so ein bisschen Pi mal Daumen. Dann hatte sich teilweise der Kolben mit Öl dicht gesetzt und so. Oh, dann musste ich da durchwedeln und so. Also alle paar Monate habe ich das Ding einmal komplett auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Ist ja auch nur ein Zweitakter. Das ist genau wie ein Rasenmäher. Absolut keine Ahnung davon. Ich hatte nie eine Mofa.
Ach so, Tündkirz, Max und sowas kennst du alles nicht, ne? Nein. Da tue ich das mein Stiefvater. Ja gut, wir mussten uns halt immer mobiler machen. Ja, da tue ich das mein Stiefvater tatsächlich früh verstorben ist und meine Mutter auch viel im Haushalt und arbeiten gehen musste. Ich musste mir halt eigentlich alles selber beibringen, wie es rasieren und auch das Elektronische. Ich hatte halt keinen, der es mir wirklich zeigt, ne? Und deswegen habe ich, glaube ich, so einen Respekt vor elektronischen großen Geräten vor allem. Wie eine Kettensäge oder wie einen großen Rasentrecker. Ich glaube, einen normalen Rasenmäher gibt mir in die Hand, ich mach das. Kettensäge bin ich auch der festen Überzeugung. Das sollte dir ja mal jemand gezeigt haben, bevor du damit anfängst. Mein Schwiegervater kennt sich damit aus und alles, ne? Die sind halt so. Also meine Frau zum Beispiel ist ganz anders aufgewachsen als ich. Die ist mit sowas aufgewachsen, mit Kettensäge, mit Schleifmaschinen und Winkelschleife und hast du nicht gesehen und ne? Ich halt nicht. Und das ist, glaube ich, so ein großer Unterschied. Wenn du damit nicht aufwächst, hast du keine Affinität dazu und denkst du, ja, es existiert, lass das mal jemanden machen, der sich damit auskennt. Ja, ist in den meisten Fällen auch nicht verkehrt. Und wenn du da nie so einen richtigen Bezug zu Punkt zu hattest. Wir mussten uns halt darum kümmern, dass wir irgendwie mobil blieben. Ja. Deswegen, auch mit dem Fahrrad. Vater hatte auch nicht immer Bock, das zu reparieren. Musste selber bei. Ja, war bei mir halt auch nie so. Ich kann so fängt das halt an. Kriege ich hin. Und alles, ne? Ja. Also das Grobe so richtig reparieren, könnte ich nicht. Boah, war das ätzend, als meine Nabenschaltung kaputt war. Das ist eine Kacke, du, das sag ich dir. Die alten Nabenschaltungen, wenn da mal wirklich was war, die zu reparieren, war wirklich Horror. Das aber gut. Ich. Aber das hat mich, also, dass du wirklich erstmal nachdenken musstest, ob du jemals Rasen gemäht hast, mich echt überrascht. Ich hab's an deinem Gesicht hast du gesehen. Das hätte ich nicht von dir gedacht, du. Na gut. So, letzte Frage, rein. Genau, letzte Frage. Oh. Welcher Actionfilm-Protagonist wärst du? Der Held, der Nerd, der Bulldozer oder die Agentin vom gegnerischen Geheimdienst? Ach so, okay. Ich verstehe. Im Real Life? Definitiv der Nerd. Definitiv. Naja, gut, wärst es. Welcher wärst du gerne? Nicht welcher du. Welcher der. Also, ich glaube, es ist schon so nach Wunschvorstellung, nicht nach reellen Gegebenheiten. Ich glaube, der Bulldozer oder so oder Agent weil vom gegnerischen Geheimdienst, das würde für mich schon mal komplett wegfallen. Mhm. Ich bin keiner, der sich gerne wirklich schlägt und überall durchbricht und Leute ausspionieren. Ja. Also ich kann dir realistisch sagen, du wärst nicht der Nerd. Das kann ich definitiv sagen. Ich kenne deine technischen Skills. Nerd hat ja nichts mit, nicht nur mit technischem Wissen zu tun. Das darfst du nicht vergessen. Das nicht nur. Doch, beim Actionfilm ist das genau das. Ja, gut, beim Actionfilm, ja. Das ist dann so, was weiß ich, der Hacker oder so. Ja. Ja, ich versteh ja, deinen Einwand. Der Held ist halt so unser Hauptprotagonist, der halt die Action erlebt, der ne fit ist, aber jetzt nicht so übertrieben krass muskulös, sondern wirklich sportlich, agil und kann mit Waffen umgehen und sowas alle.
Und so der Bulldozer ist dann wirklich dieser grobschlächtige Typ. Er wirkt wie so ein Muskelberg-Gorilla. Manchmal auch ein bisschen weniger in der Birne, mehr für die flacheren Sprüche zuständig. Also diese stumpferen Sachen. Und der auch dann einfach mal irgendwie, keine Ahnung, der Typ schubst einen Baum oder so, was völlig unrealistisch ist, aber ne, um die anderen aufzuhalten, damit die einen nicht mehr verfolgen können oder sowas. Und der hat dann auch das dicke LMG, hält er so in der halben Hand gefühlt. Ja. Dieser Typ. Okay, mit Nerd meinst du, ist wirklich Hacker gemeint jetzt? Ja, so dieses Technik-Affine und Hacker und sowas alles. Ja. Oh, ja, wir sind jetzt bei, also Mel auch, wir sind bei Actionfilmen und nicht so bei diesem Superheldenfilm. Blöd. Das ist ja, da ist halt, bei Iron Man wäre halt, wären die ersten drei Rollen halt alle er selber. Also. Das ist eine sehr schwere Frage. Ich glaube, ich wäre gerne der Bulldozer. Einfach ein bisschen. Einfach durchrushen und durchmähen. Genau. Ja, ich stelle mir so sehr so Kopf voran und. Muss es unbedingt der Agent vom gegnerischen Geheimdienst sein? Du bist ja Doppelagent. Aber wenn du ihn wieder überläufst, bist du Tripleagent. Was ich wirklich gerne wäre, ist, glaube ich, tatsächlich so wirklich der dieser Doppelagent, dieses, worauf ich richtig Bock hätte, wäre dieses Doppelleben. Ach ja, meine Lieben. Ja, gib mir mal schön eure Informationen. Natürlich werde ich die nicht weitergeben. Hier hast du Xaphon, bitteschön. Ja, dann. Die Wand muss weg. Okay. Ja, ich finde das, ich glaube, weil ich ja nie so war, denke ich, das ist ja ganz cool. Ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, jetzt wirklich realistisch gesehen, wäre ich kein Held, wäre ich auch kein Geheim, auch nicht, da würde der Nerd jetzt nicht unbedingt vom Hacken her, was das technische Wissen betrifft, aber so, auch wenn es kein Protagonist wäre, aber wenn es diese vier Rollen gäbe, ja, eindeutig der Nerd, ja, das ist der nerdige Charakter im Film. Ja, ich wäre auf jeden Fall der Nerd. So. Ja, definitiv. Jo, kein Problem, mache ich. Ja. Also, wenn es jetzt realistisch sieht, ne? Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, wir beide wären definitiv die Nerds aus diesen Vieren. Ich auf eine andere Art. Hier hast du meine Comic-Sammlung, so nach dem Motto. Aber ich finde es interessant, dass da Agentin steht. Was ist immer irgendwie die Agentin, die dann irgendwie vom Held, die dann irgendwie so eine Liaison mit unserem Helden hat und man weiß auch nie so hundertprozentig, auf wessen Seite sie steht. Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt oft ist es auch einfach, sie arbeitet mehr für sich, als obwohl sie eigentlich im gegnerischen Geheimdienst gehört, aber auch mit Techtelmechtel mit unserem Helden hat, aber sie arbeitet eigentlich eher für sich selber so. Ja, ist schon interessant. Es war eine sehr schöne Überraschung. Ja, auch nochmal Shoutout an Gemischter Hack, ein gemischtes Hack. Genau. Guter Podcast. Gerne mal reinhören da bei den Jungs. Bei Tommy ich werde es definitiv machen. Felix. Denn ich habe auch noch immer noch nicht in das neue Comedy-Programm von Felix reingehört. Das ist ja eine, ich weiß nicht, ob du weißt, welche Felix und Tommy das sind. Ich habe absolut keine Ahnung und ich werde mich überraschen lassen. Felix Lobrecht, ja, auf jeden Fall einer der Top-Comedians in Deutschland.
Der auch nicht so. Ist nicht so durchschnittlich. Ist das. Ich glaube, der ist genauso alt wie ich. Also ist auch 90 geboren, glaube ich. Und der hat halt, der ist halt in Berlin aufgewachsen. Und ist da doch schon. Ist einfach irgendwie näher dran an dem wirklichen Geschehen als so die meisten. Also natürlich, wir sind natürlich, man wird ja auch geprägt durch durch die eigenen Erfahrungen. Ja. Aber bei ihm ist das doch, ist sehr grounded, sage ich mal. Das Ja, mag ich an auch mal ein bisschen, auch mal ein bisschen drüber und hier und da kriegt man dann auch mal einen Shitstorm ab, weil man sich vielleicht im Ton vergriffen hat, aber da scheißt er drauf. Das gehört dazu. Ja. Wenn sich niemand über einen aufregt, dann macht man irgendwas falsch. Ja, vor allem Comedien, ne, die sind Naja. dazu da, uns zu belustigen, uns schöne Stunden, lustige Stunden zu geben. Und nein, die meinen das garantiert nicht alles ernst. Denkt mal ein bisschen nach, ihr habt da oben drei Gehirnzellen, die könnt ihr verwenden. Ja, und Tommy Schmidt ist halt, wer ist er? Der ist eigentlich Schreiber oder war ganz lange Zeit Schreiber, auch so für Sendungen, Comedy-Sendungen und so weiter. Oder Satire auch. Ah. Und der hat seit ein paar Jahren, hat er auch eine Satire-Sendung im Fernsehen, Studio Schmidt. Das sagt mir was. Ich glaube, die sind vor. Ja, ich glaube, 2020 kam die erste Staffel von Studio Schmidt. Es läuft immer noch, also scheint zu gefallen, scheint Anklang zu finden. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Nee, und die haben halt diese ganze Gedöns, dass die halt auch ja wirklich mehr Freunde geworden sind, ist halt durch diesen Podcast passiert. Weil die doch eigentlich, die sind beide komplett anders sozialisiert worden. Ja, der eine in Berlin mit einem alleinerziehenden Vater, eher in ärmlichen Verhältnissen und der andere Ärztesohn, Ah ja. und so und doch eher, ja, während der eine in Kalkani rumläuft, hat der andere einen Einreiher getragen. So ungefähr, aber ne? Aber natürlich, Tommy hat sich natürlich auch weiterentwickelt und hat gesagt, ich bin nicht mehr nur der Ärztesohn, ich bin auch Comedy-Schreiber und hab, ne, wie gesagt, und daraus hat sich ja auch dann alles entwickelt, dass er dann jetzt eine eigene Sendung hat und so. Ja. Das ist schon stark. Und diese Dynamik zwischen den beiden, das finde ich einfach gut. Gut, aber lassen wir mal das Loblied auf andere Podcasts. Wir haben ja einen eigenen. Genau, ihr Der könnt ist uns auch gerne viel loben. besser. Oh Gott. Da ist jemand mitgerechnet. Nee, ich maß mir das natürlich nicht an. Aber ich finde unseren kleinen Podcast ja auch sehr geil. Sonst würden wir es nicht machen. Genau. Ansonsten, ja, ich würde sagen, Entschuldigung, wir rocken das hier ab und ja, wir sehen uns dann schon nächste Woche wieder, weil Genau. ja, wir haben ja heute, wir haben ja letzte Woche auf diese Woche verschoben. Nächste Woche haben wir dann auch wieder einen Gast mit dabei, den guten Toreb. Und wir gehen wieder mehr in unser Reservoir. Was? Nee. Reservoir? 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 Nee, Reservoir wollte ich nicht sagen. Ja, Resümee? In unser Gebiet? Das Game. danke. Ich hatte das Wort gerade noch im Kopf, aber na gut.
Egal. Wir beide wir hatten sind auch es im schon. Kopf, aber ich krieg's nicht Wir sind auch schon wieder ausgesprochen. viel zu lange in der Aufnahme. Das wird, ja, es wird lange dauern, das zu rendern. Aber gut. Ja, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche schon wieder. Wenn ihr noch Anregungen habt, Ideen, whatever, uns scheiße findet, was auch immer, haut's in die Kommentare. Ja, Interaktion ist immer gut. So sieht's aus. Und hey, auch wenn ihr uns beleidigt, ist mir eigentlich auch egal. Wie ich nur nochmal gesagt habe. Nein. Konstruktive Kritik nehmen wir natürlich immer dankend an. Also, benehmt euch da unten. Nein. Also für die Zuhörer. Akani hat eine Akani-Mütze auf und hat gerade die Zunge von seinem Akani gestreichelt. Nein. Nein, das ist. Nein. Ja, gut. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend oder whatever. Und haut rein. Ciao. Macht's gut. Ciao. Was also. Nee, 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 nee. Also, nee. Oh, da hätten wir wieder das Kindische. Ich kann das alles. Du hast es dir ausgesucht. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Ja, geht so. So, das muss ich ja gleich fertig machen, damit ich das wieder anpasse. Und gucken wir mal. Was machen wir mit euch, Rassebänder denn noch? Machst du. Gehst du noch ein bisschen Nee. Dungeon oder was? Jetzt war noch ein bisschen in Dungeon, aber ich gucke gerade mal auch an, wenn ich weitergehe. Oh, ich glaube. Ich glaube, ich weiß, wo wir hingehen. Ey, hör das ab hier. Ich sehe gerade, Ton und Co. sind in Köln angekommen. Da hängt er auch mit DeLorean. Deswegen stecke ich euch darüber. Weiß ja nicht. Auf jeden Fall. Leute, die bei Akani zugeschaut haben und so. Ja, schönen Abend noch. Ja, Akani, wir hören uns gleich. Genau. Und dann. Bis gleich. So, es geht zu Steam rüber. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns spätestens nächste Woche Dienstag, wie immer. Dann. Ansonsten die Woche auf jeden Fall zu DBD oder sonst was. Bis dahin, macht's gut und ciao.